18. Spieltag, 2. Advent und der souveräne Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, Borussia Dortmund, macht sich selbst ein vorweihnachtliches Geschenk. Seit 5 Jahren das erste Mal wieder ein Sieg auf Schalke im Revier Derby. Macher des Erfolgs, Lucien Favre. Er hat auch seinen Jungs wahre Mentalitätsmonster geformt. Zappenduster dagegen bei den Blau-Weißen. Schalke jetzt 22 Punkte hinter dem Erzrivalen. Sehr, sehr dürftige Leistung gestern und es scheint so, als wenn sie der Trainer verzockt hat, zumindest mit einer denkwürdigen Sturmvariante. Nicht viel besser ist die Stimmung bei RB Leipzig und bei Ralf Rangnick. Wer versteht die zwei Gesichter seiner Mannschaft momentan überhaupt nicht. Zu Hause hui, auswärts fui. Statt dem BVB auf die Pelle zu rücken, ist die Champions League in Gefahr. Warum es gestern überhaupt nicht lief, das kann uns der Torjäger am besten erklären. Hier ist Yusuf Paulsen. Du hast doch keine Kinder, oder? Nee, noch nicht. Ich habe ein paar, lass dir eins sagen, Kinder sagen immer die Wahrheit. Ne? Sind meistens auch sehr, sehr ehrlich. Und wir wollen dich erstmal ein bisschen zum Lachen bringen nach gestern. Wir haben nämlich Kinder nach deiner Person gefragt. Es ist ein Stürmer und will den Ball ins Tor schießen einfach. Und stört halt vorne die Abwehr ein bisschen. Er verschießt auch manchmal sehr oft. Und macht sich danach die Haare wieder schön. Hat schon mal geklappt mit dem Lachen, oder? Kannst du das schon? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Okay. Ja, müssen natürlich auch über das Spiel gestern sprechen. Vielleicht über den Aufreger bei euch in der Partie. Es gab eine ganze Menge, die wir auch in der Sendung natürlich besprechen wollen. Schau mal auf die Elfmetersituation. War es für dich einer? Aus Stürmersicht würdest du sagen, also, ja. Also ich muss sagen, ich sehe das zum ersten Mal jetzt wieder in Wiederholung. Also. Was macht dein Kollege denn da? Ein bisschen oben, ein bisschen unten? Ein bisschen oben, ein bisschen unten. Ich glaube, wenn man das wieder 8-mal in Wiederholung in Slow Motion guckt, dann kann man das wahrscheinlich schon geben. Aber das war eh nicht ausschlaggebend im Spiel. Deswegen. Ja, da muss man nicht viel darüber diskutieren, ob das war oder nicht war, weil wir waren halt nicht gut genug, um zu gewinnen. Und von daher. Gut. Also es gab noch andere Gründe, die besprechen wir mit unseren genau. weiteren Gästen heute Morgen von der Funke Mediengruppe. Hier ist Pit Gottschalk. Hallo. Unser Sport 1-Experte, Peter Neurohr. Von der DPA, der Kollege Holger Schmidt. Guten Morgen. Und der Sportchef der Bild West, Michael Markus. Guten Morgen. Und unser Sport1-Experte Reinhold Beckmann ist gelandet auf dem Weg. Wird dann gleich zu uns stoßen. Vorher immer schon eine kleine Erfrischung. 2,5 Stunden müssen wir alle durchhalten. Ist alkoholfrei? Also darfst du gerne genießen. Und Ruth ist natürlich auch wieder da. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Ihr letzte Saison. Da hat Schalke einen Sieg und ein legendäres 4:4 im Derby geholt. Diesmal jubeln die Dortmunder und wie das aussieht, das können wir Ihnen zeigen. Axel Witzel hat uns mitgenommen in seiner Insta-Story. Also das sind die Bilder von der Busankunft in Dortmund. Und da sehen wir Witzel und Hakimi genießen das Bad in der Menge. Mächtig was los. Anders bei den Schalkern, also der Vizemeister steckt im Abstiegskampf. Es sind schon 22 Punkte Rückstand auf den Rivalen, den Tabellenführer Dortmund. Sie stehen auf Platz 13. Und unsere Frage der Woche lautet, an diesem Sonntag schafft Schalke unter Tedesco noch die Wende? Rufen Sie uns an unter der 01379011011. Schreiben Sie uns wieder via Facebook und Twitter. Und auch unser Live-Voting ist schon wieder online gestellt. Sie kennen das, sport1.de/mittendrin. Also gerne mitmachen. Dankeschön. Vielen Dank, Ruth. Ja, 14 Punkte aus 14 Spielen für Schalke und Domenico Tedesco ist das gelinde gesagt bisher eine relativ bescheidene Saison. Und jetzt hat der Trainer auch zum ersten Mal eine Derby-Niederlage kassieren müssen.
Spielerisch wieder einmal nicht überzeugend und dazu kaum Torchancen aus dem Spiel heraus. Die Mannschaft von Trainer Tedesco ist und bleibt eine unterdurchschnittliche in der Bundesliga. Die Abgänge Goretzka, Meier und Kehrer haben die Verantwortlichen nicht adäquat ersetzen können. Und passenderweise pennte Sané, der neue Abwehrchef, beim ersten Gegentreffer im Derby. Und der neue Mittelfeldmann Rudi beim zweiten und entscheidenden. Zwischenzeitlich für Hoffnung sorgte allein ein strittiger, per Videobeweis angeregter Foulelfmeter. Der FC Schalke 04. Jubel ist selten geworden, vor allem im Vergleich zur Vorsaison. Ja, wann ist ein Trainerneuling in der Bundesliga je so durchgestartet wie Domenico Tedesco? Prädikat: jugendlicher Heilsbringer. Resultat: Derby-Hoheit nebst Vizemeisterschaft. Erste Risse im Gefüge offenbarten sich aber schon früh in der neuen Saison. Und in der Folge klaffte die Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit nur noch weiter auseinander. Darum steht, was die Trainer angeht, eine Sache schon gut zwei Wochen vor Weihnachten fest. Tedesco ist der Verlierer der Hinrunde. Wir fragen den Trainer mal in der Runde, Peter. Verlierer ist Schalke 04 momentan, aber es ist noch nichts verloren. Das Einzige, was verloren ist, ist das Ziel, was man eigentlich gar nicht formuliert hat. Als deutscher Vizemeister natürlich jetzt in der Tabelle dazustehen mit 14 Punkten, ist ein bisschen zu wenig, ein bisschen viel zu wenig. Und vor allen Dingen die Art und Weise, wie man gestern das Spiel gegen Borussia Dortmund bestritten hat, leider auch eben verloren hat, das gibt schon zu denken. Und wenn man da in den nächsten Wochen guckt, in den nächsten drei Wochen guckt, dann muss man großartig umdenken, ohne da irgendwelche Dinge zu verteilen, wer hier ist für Verlierer. Gewinner gibt es gar keine. Denn die nächsten drei Wochen sagen ganz klar aus, wohin die Tendenz geht. Ob ich mich möglicherweise unten im negativen Sinne festsetze und gegen den Abstieg kämpfen werde oder vielleicht noch mal eine geringe Hoffnung haben kann, an die Plätze. Ja, da muss aber mal eine Serie vielleicht Europa League bedeuten. Ja, da muss eine Serie jetzt mal her, ne? Oder? Hältst du das für realistisch? Also ich sage auch, wenn sie bis Weihnachten, und das Programm ist durchwachsen, sage ich mal, du musst nach Augsburg, hast Leverkusen und musst noch nach Stuttgart, wenn du da nicht wirklich sichtbar auch tabellarisch eine Wende schaffst, dann wird es wirklich harter Abstiegskampf, befürchte ich, weil du im neuen Jahr direkt loslegst mit Bayern, Gladbach und Hertha und Wolfsburg. Also das riecht alles nach einer größeren Krise. Und gestern das Spiel war insgesamt kein gutes Derby. Auch von Dortmund war das nicht sonderlich, wenn man andere Auftritte dieser Saison vergleicht. Aber Schalke muss jetzt verdammt aufpassen. Das wird mehr und mehr zum Fußball für Veganer. Da ist alles ohne Ball und ohne Technik. Wenn man das mag, kann man da hingehen. Das hört sich jetzt polemisch an, aber es gibt überhaupt kein Offensivkonzept. Es gibt nach wie vor kein Offensivkonzept. Die Hinrunde ist fast vorbei. Du hast 14, 15 Tore geschossen, davon 4 oder 5 per Elfmeter. Ich glaube, man hat sich blenden lassen vom Vizetitel. Letztes Jahr auch ein Stück weit. Hat Trainer gestern das Spiel auch verloren? Bitte, wir schauen mal auf die Aufstellung, die er gestern gewählt hat. Beziehungsweise nachdem Guido Burgstaller raus musste, verletzt. Also ich würde haben sich alle über diese Sturmformationen gewundert. Ein Linksverteidiger und ein Mittelfeldspieler. Naja, wen soll er sonst im Sturm aufstellen? Es sind ja alle verletzt dann da. Ja. Also ist es schwierig. Hat Mendel dann reingenommen, weil er halt sauschnell ist und hat dann gehofft, dass er da irgendwie noch ein Überzahlspiel nach vorne oder eine Sturmattacke nach vorne fahren kann. Aber der gesamte Sturm fällt aus. Das ist dann auch nicht so einfach für einen Trainer, dann auch Chancen zu kreieren an der Stelle. Er hat ja der Mannschaft eine Struktur gegeben, eine Taktik gegeben, an der muss er jetzt festhalten. Dann sind Leute wie Rudi plötzlich verloren. Du hast keinen Sturm. Also bei Schalke 04 steht da nicht zur Debatte. Er hätte zum Beispiel Teuchert auf der Bank gehabt als nominellen Stürmer. Jetzt einige sagen, der sei nicht ganz fit. Warum sitzt er noch auf der Bank, frage ich mich. Er selber sagt, dass er fit ist. Und wenn wir ehrlich sind, vielleicht ist das auch schon wieder ein bisschen Augenwischerei. Natürlich fehlen sehr viele Stürmer und das bringt das ganze Konstrukt so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Aber was haben denn die großartigen Weltklasse-Stürmer vorher gerissen? Eben auch nicht viel. Und vielleicht ist man da einfach auch bei den Transfers nicht akribisch und gut genug vorgegangen. Und jetzt bist du in so einer Situation, dann kommt das Verletzungspech noch hinzu. Die Fans halten extrem noch zu dem Verein, was ich sehr, sehr positiv finde. Aber wie lange geht das noch gut auf Schalke, ne? Aber das war jetzt, du kannst die Saison ja nicht nur unter, weil jetzt Verletzte da sind, unter Pech
Nein, das mache ich ja absolut nicht. Nein, es fehlt das Offensivkonzept. Man wollte in dieser Saison den nächsten Schritt gehen nach dem Vizetitel, wollte anfangen, Fußball zu spielen. Und momentan arbeitet man nur gegen den Ball, nicht mit dem Ball. Deswegen hat man vielleicht auch so viele Verletzte, weil es extrem körperlich aufreibender Fußball ist, der gespielt wird. Ich meine, wenn Burgstaller, was hat der Achillessehnenreizung, wenn du das mit 29 hast, das ist eine Verschleißerscheinung. Ne? Und ja, unter Umständen schon. Der ist seit Wochen ist der irgendwie unter Schmerzmitteln unterwegs. Reibt sich gestern wieder auf und dann ist halt irgendwann mal vorbei. Also an die ganz große Aufholjagd glaube ich auch dann nicht, wenn die Verletzten zurückkommen. Ganz einfach, weil in dieser Mannschaft zu wenig Spieler sind, die den Unterschied ausmachen können, die auch mal wirklich ein Spiel entscheiden. Das ging letztes Jahr auch fast alles über die mannschaftliche Geschlossenheit. Im Endeffekt war es Naldo, der dann meistens in der 90. vorne reingeworfen wurde, der im Moment gar nicht spielt. Goretzka an einem guten Tag, der nicht mehr da ist. Und wenn man da Dortmund dagegen stellt, Reus, Sancho, Witzel, das sind alles Leute, Alcacer, die, wo du weißt, in einem Spiel, das spitz auf Knopf steht, können die auch wirklich dann nochmal was bewirken und was Außergewöhnliches leisten. Und die Persönlichkeit fehlt mir bei Schalke. Aber es Derby, 21 Fouls ist ja nichts für ein Derby, wenn ihr mich fragt. Also nicht, dass ich zum Foulspiel anregen möchte, aber das Zweikampf von Schalke 04 gestern Abend war vergleichbar, oder gestern Nachmittag war vergleichbar mit einem Pazifistentreffen. Ja, also, das hatte mit Zweikampfführung nichts zu tun, das meine ich jetzt nicht böse, aber wenn ich keine Zweikämpfe aufnehme im hinteren Bereich, dann kann ich auch keine Zweikämpfe gewinnen. Der Sancho hat eine Weltklasseleistung gezeigt, aber man hat ihn auch spielen lassen. Ja, ich fordere mit Sicherheit nicht zum Foulspiel auf, aber eine gewisse Zweikampfschulung möchte ich doch ganz gerne im Defensivbereich zumindest sehen. Wir reden aber nur vom frühen Anlaufen und so weiter und so weiter. Und wie du gerade richtigerweise sagtest, es wird nur davon gesprochen, wie ich gegen den Ball arbeite. Aber was mache ich, wenn ich den Ball habe? Dann kommt das, was immer wieder in Frage gestellt wird, das sogenannte oder auch Offensivkonzept. Und da sehe ich persönlich, losgelöst von der Tatsache, dass viele Verletzte da sind im Augenblick, keine Linie. Beispiel, Wright, ein talentierter Spieler aus der U19 gekommen, hat bei Schalke 04 im letzten Jahr keinen Vertrag erhalten, sondern ist ausgeliehen worden, ist richtig zum SV Sandhausen, eine große Nummer in der zweiten Liga, aber da hat er nicht gespielt, kaum Spielpraxis bekommen, wird wieder zurückgenommen, aufgrund der verletzten Situation auf Schalke, wird er im letzten Spiel in Hoffenheim eingesetzt. Der Trainer attestiert ihm, was ja gut vom Trainer ist, ihm eine ordentliche Leistung. Und drei Tage später wird er dann zur U23 runtergestuft. Die spielen übrigens Oberliga, fünfklassig, und ist nicht mehr im Kader, obwohl die Verletzungssituation genauso ist, wie sie vor einer Woche war. Also da sieht man keine Linie. Und wenn ich dann Konoplyanka sehe, der ein Außenstürmer ist, wenn ich einen Arid sehe, der über rechts kommen kann, und einen Burgstaller, der angeschlagen ist, okay, dann kann ich die drei überbringen, müsste natürlich ein System ändern, spiele ich eben 4-3-3 oder wie auch immer ich das nennen mag, aber die Offensivkräfte, die mir zur Verfügung stehen, die setze ich ein, so wie ich sie einsetzen kann. Das wird aber nicht gemacht oder wurde nicht gemacht in Bezug auf McKennie, der ein Mittelfeldspieler ist, der jetzt plötzlich neben Burgstaller, der angeschlagen ins Spiel gegangen ist, in der Sturmspitze spielt. Da sieht man auf Schalke im Augenblick in Verbindung mit den Ergebnissen keine Linie. Im letzten Jahr war es egal, bei teilweise gleich schlechter Leistung ist man aber immerhin Vizemeister geworden. Das lag an einzelnen Persönlichkeiten, die da noch gespielt haben, jetzt aber nicht mehr da sind. Und das ist nicht kompensiert worden. Es lag aber vor allem auch an der Standardstärke, die ja dieses Jahr komplett verschwunden ist. Das ist ja eigentlich das größte Rätsel. Also nur an Naldo kann es ja im Endeffekt auch nicht liegen. Sie haben unheimlich viele Spiele letztes Jahr knapp gewonnen durch eine Standardsituation. Ich glaube, dieses Jahr noch nicht ein einziges Tor dadurch. Und sogar defensiv schlecht, wie gestern bei dem ersten Gegentor. Also warum das alles verschwunden ist, ist ein Rätsel. Holger, gucken wir mal drauf. Das Freistoß für Borussia Dortmund. Gut, ich blick da sowieso nicht mehr so ganz durch, ob das immer Raum oder Manndeckung ist. Also ja, das hat Tedesco ja gestern nach Nachfrage eines Kollegen von Sky ganz klar beantwortet. Diejenigen, die Gefahr laufen, in die Tiefe zu gehen, da ist Delaney, die werden mannorientiert, also die sollen blockiert werden. Blockiert heißt also in Manndeckung genommen. Ja. Nur da hat der ein oder andere, Delaney macht das Tor, da sieht es aus, als wenn Salif Sané schlafen würde. Aber es sind drei, vier andere, die auch noch vollkommen frei sind. Also da scheint weder Mann noch Raumdeckung noch eine Kombination abgesprochen worden zu sein. Und wenn abgesprochen, hat sich keiner dran gehalten. Das ist Wildwest. Aber Sané beschwert sich so, als wäre jemand anders zuständig gewesen. Das ist das große Problem. Ich muss alle Sachen im Fußball festlegen und klar festlegen, sodass ich nicht mehr großartig interpretieren kann. Das macht man aber gern so als Abwehrspieler mal, den anderen dazu winken und so. Das ist schon. Also ich muss auch sagen, ich finde es nicht Sané schuld. Also da müsste einer davor dann abkippen und den Ball vor Delaney dann wegköpfen. Der Sané ist wahrscheinlich zuständig für den Raum. Ja. Genau dahinter, wo Delaney reinläuft. Und da muss einer eins davor früher abkippen. Das hat auch viel mit Handlungsschnelligkeit zu tun. Ne? Und vor allem, was du sagst, dass da kaum Zweikämpfe geführt wurden, mag
vielleicht auch damit zusammenhängen, dass der Schalker im Schnitt doch auf fast allen Positionen deutlich langsamer ist als das Dortmunder Pendant. Aber das ist in dem Spiel nochmal deutlich geworden, dass Tempo einfach fehlt. Da kommst du nicht auf Tempo an. Nee, aber das ist Handlungsschnelligkeit. Mentale ich muss da sein, ja. Gut, aber das ist eine Standardsituation, wenn ich das nicht verteidigen kann. Wie verteidigt ihr? Mischung? Gestern gut. Raum? Gestern gut? Problem. Hau ihm einer hier, sag ja, also gestern war ja keine direkte Standardtor außer der Elfmeter. Also von daher, da haben wir eigentlich bei Standards ordentlich verteidigt. Entschuldigung. aber ja, in der Saison haben wir das eigentlich, sagen wir am Anfang der Saison gab es immer so diese Sache, dass wir halt Slack bei Standards verteidigt haben. Und das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt danach und haben eigentlich ganz wenig Standardtor gekriegt. Aber alle gegen Raum, keine Manndeckung, keine Zuteilung? Nicht bei Seitlinien Freistoß, nee. Okay, gut. Dann wollen wir mal hören, was der Trainer der Schalker auf der Pressekonferenz zum Spiel gesagt hat. Wer so viele Ballbesitzanteile hat und wer so oft verlagert und in 1 gegen 1 Situationen kommt wie wir, der muss einfach mehr Torgefahr ausstrahlen. Aus so einem ersten guten Durchgang musst du einfach mehr Profit ziehen. Das ist schlichtweg das, was wir uns vorwerfen müssen. Also habe ich das richtig verstanden, dass er angedeutet hat, eigentlich waren sie besser in der ersten Halbzeit? Oder zumindest könnte es so interpretieren. Wie würdest du es interpretieren? Ja, es war nicht so. Ich war im Stadion. Also ja. Peter war auch im Stadion. Wir haben ein anderes Spiel geguckt, aber vielleicht haben wir keine Ahnung. Ich finde es aber positiv, dass er sich jetzt über Ballbesitz freut. Also ich kann mich erinnern, nach dem ersten Spiel gegen Hertha, da hat er das Spiel analysiert und hat gesagt, wir hatten zu viel Ballbesitz. Also weiß nicht, dann habe ich das Spiel vielleicht irgendwann falsch verstanden, als ich als kleiner Junge angefangen habe. Also ich dachte, es geht immer darum, den Ball zu haben und bei Schalke geht es irgendwie gar nicht drum. Deswegen sind sie aber Vizemeister geworden, weil sie letztes Jahr vor allem die Gegner haben kommen lassen, haben hinten abgedichtet und natürlich dann das Glück gehabt, die Konter richtig zu setzen. 12 der 18 Mannschaften hatten weniger Ballbesitz als 50%. Das war ja letztes Jahr der Trend. Jetzt kippt das ja so langsam und wenn die dann wie gestern 48% Ballbesitz haben, wissen sie nichts mit dem Ball anzufangen, weil vorne keine Anspielstationen sind. Ja, weil sie spielerisch limitiert sind, weil es einfach nicht irgendwie kompensiert wurde, was mit Goretzka und Co. gegangen ist. Und, aber waren Waren sie spielerisch so viel stärker letzte Saison? Sie waren von der Moral und sie waren defensiv definitiv besser, glaube ich. Spielerisch haben sie natürlich andere Optionen gehabt. Mhm. Aber man darf sich nicht verblenden lassen. Die Saison letztes Jahr war auch dadurch gekennzeichnet, dass andere große Vereine weit hinter ihren Möglichkeiten, die waren mit sich beschäftigt. Dortmund war mit sich beschäftigt, Leverkusen war mit sich beschäftigt, Gladbach und so weiter und so fort. Und darauf haben die optimal von profitiert mit ihrem Spielstil. Aber sie wollten jetzt anfangen, Fußball zu spielen. Darüber reden wir gerade. Und das schaffen sie nicht. Mhm. Und jetzt geraten sie in so einen Negativtrend rein. Und ehe du dich versiehst, das ist ein junger Trainer, Tedesco. Ich halte von dem auch, glaube ich, der hat großes Potenzial, aber der lebt das alles zum ersten Mal. Peter Neururer hat das 100-mal erlebt und wüsste wahrscheinlich andere Lösungen vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Da kommt alles zusammen jetzt. Plus schlechte Transfers. Kann ich später gleich sagen, wir begrüßen erstmal unseren Sport1-Experten. Reinhold, komm rein. Harald Beckmann, moin. Moin, moin. Moin, moin. Du bist schon mittendrin im Derby. Ich habe schon ein bisschen zugehört oder so. Ihr seid auf einem guten Weg. Was für Lösungen hättest du denn? Oder wen wollt ihr denn gerade schützen auf der PK? Sich selbst, die Mannschaft? Also Domenico macht mich alles, aber mit Sicherheit will er sich selber nicht schützen. Also das ist ein ganz, ganz ehrlicher Typ, der hervorragendes Training macht. Ich habe es 2-3 Mal mir angeguckt, das muss ich wirklich sagen. Obwohl man ein Urteil über eine Trainingseinheit erst dann abgeben sollte, wenn man auch weiß, was der Trainer mit dieser Einheit bezwecken möchte. Aber das Training sah sehr strukturiert und sehr gut aus. Die Ansprachen sind klipp und klar und wunderbar. Aber jetzt kommt das Aber. Ich stelle mir oder alle Schalker stellen sich die Frage, ist er das, was er nach außen ihnen vorgibt, macht er das genauso wörtlich mit der Mannschaft auch? Wenn er das genauso mit der Mannschaft machen würde, dann habe ich das Verständnis für, dass die Mannschaft, wo wir gestern zum Beispiel den Eindruck vermittelt, dass sie total overcoached sind. Das heißt, dass sie taktisch in irgendwelche Dinge reingezwängt werden, die sie selber gar nicht verstehen bzw. gar nicht ausüben können. Gestern hatte man den Eindruck, der Spieler, der mir am meisten leid getan hat, wenn man überhaupt davon sprechen kann, war Rudi. Er spielte auf der 6 und wusste im Prinzip im Ballbesitz, der durchaus ab und zu auch mal vorkam, wo kann ich den Ball jetzt hinspielen. Bis auf einen Querpass oder einen Rückpass waren kaum Möglichkeiten nach vorne gegeben.
Und da sollte man mal im Ballbesitz umschalten, wie es die Leipziger zum Beispiel hervorragend machen, im Vollsprint nach vorne Anspielmöglichkeit schaffen, so dass derjenige, der den Ball hat, nicht die ärmste Sau ist, sondern dass er Möglichkeit hat, ein, zwei, drei Stationen nach vorne auch zu spielen. Dann kann ich mich entwickeln. Und das war gestern zum Beispiel überhaupt nicht zu sehen. Und Spielverlagerungen und ähnliche Sachen, die waren gestern erstens zwar nicht gefragt, zweitens habe ich die auch gar nicht gesehen. Da ist einmal ein Ball von links nach rechts in der ersten Halbzeit geschlagen worden, der leider ins Ausgegangen ist. Der war vom Taktischen her gut angebracht, da war eine gute Verlagerung. Oder ansonsten war der Weg nach vorne dadurch gekennzeichnet, dass Burgstaller in 45 Minuten im Heimspiel gegen Borussia Dortmund einen einzigen Torschussversuch abgegeben hat. Und das sagt alles aus. Wenn ich dann hingehe und da zitiere ich das Spiel oder Aussage von Domenico nach dem Spiel gegen Hertha BSC, es ging um Ballbesitz und wie auch immer, es kam der Satz, der wirklich liebend gerne immer wieder von den Fußballtheoretikern genommen wird, der Druck am Ball determiniert das gesamte, also kollektive Verhalten. Weißt du da als Spieler, was mit anzufangen? Herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich jetzt Spieler habe, die nicht aufgestellt wurden, weil sie Französisch sprechen, und Domenico ist vielsprachig, wunderbar. Aber da kann kein Spieler der Welt was mit anfangen. Und das sind Hilfsmittel. Deswegen hoffe ich, dass er intern anders redet. Lass ihn doch mal antworten, ob er da was mit anfangen Überlegt. Ich hab's gar nicht verstanden. Peter, kannst du noch mal wiederholen den Satz, bitte? Der Druck am Ball determiniert das kollektive Verhalten. Das kollektive Verhalten? Verhalten. Aha. Ist ein Zitat von mir, kommt nicht von mir. Das ist ein Zitat nach dem Spiel gegen Hertha BSC. Da hat er sich ja schon, das haben wir ja schon vor Wochen mal gehabt. Er sagt, dass er intern anders redet. Sollte das nicht so sein, würde sich daraus viel erklären. Aber das Sinnbild, weil du Rudi gerade nanntest, ist so ein bisschen für mich Rudi, den ich grundsätzlich für einen absolut feinen und überdurchschnittlich guten Bundesligaspieler halte, der aber nicht fit angekommen ist. Dann kommt er in eine Mannschaft, die plötzlich kein Fußball spielt oder es nach drei Saisonspielen einstellen muss und jetzt kein Selbstvertrauen mehr hat und gestern teilweise da in toten Räumen steht, wo du dich fragst, was ist denn da los? Ne? Der sollte zusammen mit Bentaleb, sollte der diese Stabilität organisieren. Ergebnis ist Katastrophe. So, und der kann einem leid tun, der kann einem aber auch bei der Kaufsumme, muss man auch sagen, was ist hier los? Wer hat da die Fehleinschätzung? Jetzt haben wir Reinhard noch gar nicht gefragt, was er. Ja, ich spüre, hier wird gerade, eins habe ich schon verstanden, hier wird gerade nicht über Borussia Dortmund gesprochen, sondern ausschließlich über Schalke 04. Richtig? Und ich fand das sozusagen, das kleine Trainerseminar von Peter Neururer, wieder hinreißend. Hintergrund ist der, Domenico Tedesco hat ja eine Trainingseinheit vorgeführt, vor den anderen Trainern auch bei der DFB-Veranstaltung in Gelsenkirchen. Und da gab es viel Lob dafür, wie er das macht, richtig, mit Mikrofon und all dem. Es ist aber immer die Frage bei dieser Diskussion, hängt das Wissen nur allein im Laptop oder was ist mit der Vermittlung zu den Spielern in schwierigen Situationen? Also ich finde, das große Thema bei all den jungen Trainern ist Vermittlungskompetenz. Wie kriege ich das wirklich erzählt? Und da muss ich auch nicht irgendwie in komplizierter Sprache schwafeln, ich muss es einfach vermittelt kriegen. Ich meine, wenn man mit Spielern redet, die früher unter Otto Rehagel trainiert hat, da kommen Geschichten zurück, da sagst du auch, die Vermittlung war jetzt nicht das Trainerseminar, aber es war an bestimmten Punkten atmosphärisch so dicht, dass die Spieler genau wussten, was jetzt zu machen ist. Und da muss man sehen, wie Domenico Tedesco damit klarkommt. Das ist eine wirklich monumentale, schwierige Situation gerade. Und da ist vieles so verhaftet, kompliziert bei Schalke und nicht frei, nicht offen. Also ich glaube nicht, dass man heute eine Mannschaft noch mit den Methoden von Otto Rehagel Darum geht es nicht, es geht um die Vermittlung, um den Begriff. Ganz genau. Aber vor ziemlich genau einem Jahr haben wir Domenico Tedesco dafür gefeiert, wie er die Mannschaft in der Halbzeit beim Auswärtsspiel in Dortmund eingestellt hat, weil er die richtigen Worte gefunden hat, weil er genau die richtige Sprache gefunden hat. Und nichts seitdem deutet darauf hin, dass sich da etwas grundsätzlich nach innen geändert hat, dass er den ein oder anderen Scharmützel mit Spielern, die nicht mehr so zum Zug kommen, die ihn enttäuscht haben, dann tatsächlich noch ausficht. Das mag ja durchaus sein, aber das ist nicht der Kern des Problems. Der Kern des Problems ist, dass du mit 5 Niederlagen in die Saison gestartet bist, bist plötzlich in einer Notsituation. Du musst dein gesamtes Spielsystem umwerfen. Den Kader, den du dafür ausgerichtet hast, ursprünglich mal mit Rudi, taucht in diesem Spielsystem, das sie dann zur Sicherheit das Ende der Experimente dann aufbauen mussten, kann da nicht mehr funktionieren, so wie du es gerade gesagt hast. Der ist komplett verloren. Dir fällt der gesamte Sturmreihe aus. Dabei haben sie nach dem 5. Spieltag ja noch einigermaßen gut gepunktet. Ja? Also ich glaube, das Problem liegt woanders. Es liegt nicht unbedingt beim Trainer.
weil du kannst Konopljanka nicht einfach so in die Sturmspitze jetzt vorne nehmen. Dann lass uns gleich mal das Ganze vertiefen und rausfinden, woran es dann sonst noch legen könnte im Moment, warum es auf Schalke nicht läuft. BVB kommt natürlich auch noch. Hallo, Reinhold, das ist doch gar keine Frage. Also, wir machen eine kurze Pause und gleich wieder da. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Also Schalke verliert das Derby gegen Borussia Dortmund 1:2. Und wir gehen mal nach Gelsenkirchen. Kollege Oliver Müller ist vor Ort und passend zum Ergebnis regnet es so richtig, ne? Oh ja, es regnet sintflutartig. Und wenn man sieht und die Bilder vor Augen hat, wie Borussia Dortmund gestern Abend nach der Rückkehr nach Dortmund von den eigenen Fans dort empfangen und gefeiert worden ist und das dann vergleicht mit der Stimmung, die jetzt aktuell auf Schalke herrscht, Auslauftraining im strömenden Regen vor vielleicht gerade mal 5, 6 Fans, die gesagt haben, heute gehen wir mal raus nach Schalke, heute trotzen wir mal dem Wetter. Also die Gegensätze im Revier, die können einfach nicht größer sein. Es ist nicht vergnügungssteuerpflichtig derzeit Fan von Schalke 04 zu sein und ich denke, es ist auch nicht vergnügungssteuerpflichtig derzeit Cheftrainer von Schalke 04 zu sein, denn der Druck auf Domenico Tedesco, der wird natürlich größer werden nach dieser Niederlage im Revierderby. Das Ergebnis hat es ja noch relativ gut gemeint mit den Schalkern. Tatsächlich ist es aber so, dass logischerweise die Mannschaft viele Fragen aufwirft. Sie ist im Prinzip chancenlos gewesen. Es gab keine einzige Tormöglichkeit für Königsblau aus dem Spiel heraus. Lediglich diese eine Szene da von Guido Burgstaller, aber da hat er den Ball ja vorher unzweideutig mit der Hand mitgenommen. Ja, das ist auffallend, diese Sturmschwäche bei Schalke 04. Die meisten Tore haben sie auch gegen Düsseldorf, gegen Nürnberg, gegen Hannover. Mannschaften, mit denen sie sich da oben, unten im Moment im Keller befinden, geschossen. Woran liegt das? Was glaubst du? Sind es nur die Verletzten oder ist es wirklich die Qualität? Also gestern waren es sicherlich erschwerte Bedingungen aufgrund der Vielzahl von Ausfällen im Offensivbereich. Ich denke speziell Marc Uth hätte ihn natürlich in diesem Revierderby gut zu Gesicht gestanden. Aber andererseits hat man in den vergangenen Wochen auch gesehen, dass die Mannschaft sich einfach schwer tut, die richtige Balance zu finden zwischen defensiver Stabilität. Das hat die Truppe ja ausgezeichnet in der vergangenen Saison. Das war ja der Schlüssel sozusagen zu dieser etwas überraschenden Vizemeisterschaft und Durchschlagskraft in der Offensive. Nehmen wir mal dieses 5:2 gegen den 1. FC Nürnberg. Das einzige Mal, wo offensiv so richtig der Knoten geplatzt ist in dieser Spielzeit. Da hat Tedesco offensiv auf- und eingestellt. Aber das ging natürlich auch gleich zulasten der defensiven Stabilität. Möglicherweise hätte Schalke gegen einen stärkeren Gegner das Spiel auch nicht gewonnen. Also sie tun sich einfach schwer, eine Linie in dieser Saison zu finden. Und gestern im Revierderby gegen einen starken Gegner, dann hatte man null Durchschlagskraft und man darf gespannt sein, was er sich in den kommenden Wochen einfallen lassen wird. Gestern wollte er ja innovativ sein mit der Einwechslung von Mendil und ihn dann als zweite Spitze neben Weston McKennie stellen, also ein defensiver Mittelfeldspieler plus ein Außenverteidiger. Also da muss man schon sagen, das kann eigentlich nicht gut gehen. Also Spieler sind heute vielseitig, nennt man das, glaube ich, an der Stelle. Die Zweifel am Trainer wachsen natürlich. Sein, ja. Die Zweifel wachsen natürlich am Trainer, oder? Ja, die Zweifel wachsen am Trainer. Das liegt eigentlich auch in der Natur der Sache. Man hatte gedacht, nach dieser tollen Vorsaison endlich den Mann gefunden zu haben, mit dem Schalke langfristig arbeiten kann. Es gab regelrecht und eine auch nachvollziehbare Sehnsucht nach einer personellen Kontinuität auf dem Trainerposten. Die spielerische Weiterentwicklung in dieser Spielzeit, die Tedesco ja auch im Sommer propagiert hat, die ist nicht zu erkennen. Und jetzt wird der Druck stärker. Allerdings, das muss man auch sagen, es gibt unzweideutige Rückendeckung. Clemens Tönnies hat ja auch bereits vor dem Revierderby gesagt, dass er vorhat, langfristig mit Tedesco zu arbeiten. Und Christian Heidel, Vorstand Sport, hat das gestern auch noch mal bekräftigt, hat gesagt, wir werden alles dafür tun, dass wir gemeinsam aus dieser Situation rauskommen. Das spricht eigentlich auch für Schalke, sich jetzt nicht auseinander dividieren zu lassen. Aber in der Tat, der Druck wird natürlich anwachsen, wenn eine nachhaltige Trendwende in den kommenden Wochen nicht eintreten sollte. Olli, würde mehr sportliche Kompetenz Schalke auch helfen? Ich meine, Dortmund hat es ja vorgemacht.
Ja, Borussia Dortmund hat natürlich auch den Reset-Knopf gedrückt in der Sommerpause, hat gesagt, wo können wir uns verbessern und hat dann beispielsweise auch mit Sebastian Kehl und auch mit dem externen Berater, mit Matthias Sammer, durchaus kompetente Leute dazugeholt. Bei Schalke 04 ist es so, dass Christian Heidel unzweideutig jemand ist, der den Verein, was die unternehmerische Ausrichtung, was das Kaufmännische angeht, gut zu Gesicht steht. Die sportliche Kompetenz bündelt sich natürlich im Wesentlichen beim Trainer, bei Domenico Tedesco. Das wäre natürlich ein Denkmodell zu sagen, wie können wir uns da vielleicht breiter aufstellen. Nur das hilft Ihnen auch in der laufenden Saison nicht großartig weiter. Olli, vielen Dank. Kannst die Regenjacke wieder ausziehen oder den Schirm zusammenklappen? Reinhold, ist es vielleicht generell so, dass man sich heute breiter aufstellen muss als Verein? Wir haben gerade gehört, früher gab es einen Manager, sag mal einen Trainer. Ich weiß, das ist in den letzten Tagen vielfach diskutiert worden. Also auch im Vergleich das Dortmunder Modell aus der Erfahrung richtig, so gelernt ja. zu haben, sich im sportlichen Bereich kompetenter aufzustellen. Und auf der anderen Seite, was in Schalke vielleicht fehlt, das ist ja ganz gut analysiert worden. Auf der anderen Seite ist das ja eine komplette Umkehrung. Den Schalkern ist in der letzten Saison mit minimalistischem Fußball alles gelungen. Das ja. war Optimum. Und die Dortmunder haben auf der anderen Seite aus ihrer Grenzerfahrung kluge Schlüsse gezogen und ein Glücksgriff gelandet, was den Einkauf betrifft. Und genau das ist bei Schalke eben nicht der Fall. Die neuen Figuren funktionieren nicht, sind nicht integriert. Und das ist einfach eine völlige Verkehrung dessen, was Schalke im Positiven in der letzten Saison erlebt hat. Ich würde trotzdem empfehlen, und das weiß auch Clemens Tönnies, da noch ein bisschen sportliche Kompetenz reinzuholen. Auf der anderen Seite jetzt schon wieder so eine Hire-and-Fire-Diskussion. So ein Verein muss in eine Stabilität kommen. Und da müssen Sie jetzt aufpassen, dass Sie nicht irgendwie gleich wieder eine Personaldiskussion. Aber wirken Sie so instabil für dich? Instabil? Ja. Nein, nein. Nein, ich glaube, dass also auch die Maßnahme des Clemens Tönnies sich aus der Öffentlichkeit, aus dem Kommentieren schon vor längerer ja. Zeit zurückgezogen hat, war eine wichtige Maßnahme, hat alles ein bisschen stabiler gemacht. Heidel im Kaufmännischen eben ja noch mal gesagt, eine große Figur, große Kompetenz und ist die Frage, ob in dieser Schnittstelle zum Trainer eine zusätzliche, starke, kompetente Figur gut tut. Ja. Da glaube ich dran. Michael, wie könnte das sein? Also definitiv ist das meine Meinung, das sagen wir aber schon seit vielen, vielen Jahren, dass diese Schnittstelle auf Schalke nicht besetzt ist. Clemens Tönnies hat sich zurückgenommen, hat für viel Ruhe gesorgt, im Zusammenspiel mit Heidel und Tedesco auch. Aber man muss jetzt aufpassen, dass die Ruhe nicht am Ende, dass man sich kollektiv sediert und aufwacht und dann ist man in der zweiten Liga. Ne? So, aber es fehlt definitiv, nicht verschläft, ja. Genau, es fehlt definitiv sportliche Kompetenz, weil ein Tönnies sagt, er hat von Fußball keine Ahnung, sagt er ehrlich, ja? Er ist halt Fan. Und du hast einen Manager, der ein Kaufmann ist, der aber auch 140 Millionen für die letzten 5 Transferperioden ausgegeben hat und so viele Knüller nicht gefunden hat. Und du hast einen jungen Trainer und was hast du dann? Du hast so einen sportlichen Beirat, aber die sind alle paar Wochen vielleicht mal da. Es fehlt ja, um es mal auf Dortmund runterzubringen, es fehlt der Sammer da, ja. Und Bayern hat auch viele davon, zu viele, die haben gerade andere die Sorgen. Frage, ne? Aber von Thomas, wer ist es? Du bist doch kompetenter. Ja, mach mal einen Vorschlag. Was ist denn die Herangehensweise? Brauche ich jemanden, der das Schalke-Trikot getragen hat? Muss das so sein? Weil viele Vereine sagen ja, der muss irgendwie das Herzblut da irgendwie. Ja. Ne? Dann gibt es nicht so viele Leute, denen man das vielleicht vom Intellekt und vom Auftreten zutraut. Die man da nennen kann, sind aber für sich vielleicht auch wieder schwierige Personen. Nennen Sie. Ja, wir kommen doch ganz schnell zu den Namen Lehmann, wir kommen zu solchen Namen. Na, Huub Stevens ist ja schon mal da. Ne? Ja, aber Huub Stevens ist ja nicht der Fulltime. Der Rolle, wir ne? brauchen einen, der das ja. nicht alle 3 Wochen mal macht, sondern der da Fulltime mitdenkt. Ja? Der den Rücken frei hält und der wirklich auch so ein Sammer. Gut, Matthias Sammer macht scheinbar auch nur alle 2 Wochen. So. Also landest du ja unweigerlich bei solchen. Also ich. Metzelder, Lehmann, aber ich halte die beide an der Stelle, glaube ich, nicht für die richtigen. Und also dann wird es schwierig. Ich bin nicht deiner Meinung, dass das jetzt in dieser Situation notwendig ist, weil die Situation ist nicht vergleichbar mit Borussia Dortmund. Man hat deswegen die Führung ein wenig ausgebaut in Dortmund, weil nach 15 Jahren Zorc, Watzke sich eine gewisse Betriebsblindheit eingeschlichen genau. hat und dann wollte man Stimmen von außen haben, die das Ganze mal ein bisschen aufmischen. Außerdem hat Dortmund ganz andere Ambitionen, einen ganz anderen Geldbeutel zur Verfügung, um große, Stopp. Wichtige Wegweisen, Definitionen zu machen. Die Ambitionen sind die identischen. Schalke muss Leute loswerden vom Gehalt oder von der Ablösesumme, um sich andere Spieler leisten zu können. Die Transferbilanz waren exakt 10 Millionen. Das ist praktisch nichts. Und Schalke hat auch im Jugendbereich eines der größten Kompetenzzentren in Deutschland. Was nicht mehr funktioniert, wenn man es vergleicht. So, naja, es kommen ja Spieler rauf. Man kann sie nicht unbedingt halten, weil sie dann irgendwo anders mehr gewinnen können. Nicht mehr so und ich möchte
möchte auch fair bleiben bei dem Kader, der zusammengestellt worden ist vor der Saison. Ich war auch überzeugt, dass das sinnvolle Transfers sind. Man holt einen der begehrtesten Abwehrspieler, man holt einen WM-Spieler der Nationalmannschaft fürs Mittelfeld, man holt den zweitbesten deutschen Stürmer in den Kader. Das ist ja erstmal eine Achse, die so schlecht nicht ist, wenn man sie aufstellt. Das klang gut, ja. Dass das im Nachhinein, sag mal, etwas enttäuschend ist, müssen wir ja nicht drum herum reden. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass das komplett sinnlos oder am Bedarf vorbei ist, bei den Möglichkeiten, die man jetzt zur Verfügung hat. Die Sandro wird jetzt verkauft, ja, also der geht im Winter. Das der wird nicht verkauft, da bekommt man leider keine Ablösung. So, ein dafür. Kleines Geld kriegst du noch dafür, wenn du ihn vorzeitig im Winter gehen lässt, ja. Ja. Einige du bist ja erstmal geben. Wichtig, dass du das Gehalt loswirst. Jetzt haben wir das große, Entschuldigung, dass ich unterbrechen muss, aber sonst hast du einen falschen Ansatz. Also, ja. Die Sandro will man schon lange verständlicherweise loswerden. Man kriegt ihn nicht los. Aber bei dem Grundgehalt, was er aus Schalke 04 verdient, muss er ja irre sein, wenn er jetzt gehen sollte in der Winterpause, denn nein. Kein Verein dieser Welt wird nochmal annähernd so viel Geld bezahlen für die Sandro, wie er im Augenblick auf Schalke verdient. Peter, also wird er abwarten. Also wird er abwarten. Du hast ja recht, er wird gehen. Der Vertrag wird nicht verlängert, verständlicherweise. Aber verkaufen kann man ihn leider nicht. Da kriegt man nicht einen Groschen für. Aber wenn du schon mal das Gehalt weg hast, ist ja schon mal viel gewonnen. Ja, der Vertrag läuft aus. Der wird nicht verlängert. Ja, natürlich. Wir haben ja noch gar nicht den Abgang von Weltklasse-Spieler Max Meyer thematisiert. Ne? Das war natürlich auch ein schwerer Schlag. Ne? Ja, aber ehrlich gesagt, der hat ein Drittel der Saison gar nicht gespielt. Das und dann, wenn er nicht gemeint. Gespielt hat, ist nur einer von den 11 Spielen. Ist verloren gegangen, genauso bei Goretzka. 10 Spiele nicht gemacht, ist auch nur eins verloren gegangen. Also das aber hält sich alles in Grenzen jetzt, ja. Das nennt natürlich den Unterschied mal Goretzka, aber was sollen wir jetzt über die Vergangenheit jetzt dann reden? Du konntest ihn nicht halten. Das ist ja fast ein Bewerbungsbrief von Pit Gottschalk für diesen Posten bei Schalke 04. Ja. Was ja, entschuldige mal, dass ich die Stimme der Vernunft hier einbringe in die Runde. Ja, damit das ja was ist denn das für ein Alarm? Pit Gottschalk, Stimme der Vernunft. So, aber habe ich dich jetzt... Ich habe dich jetzt richtig verstanden, dass du sagst, dass Schalke genug sportliche Kompetenz in seinen Reihen hat, um aus dieser Situation, man kann sie nicht vergleichen wirtschaftlich mit Dortmund, ist korrekt, die machen doppelt so großen Umsatz, ja, die haben ganz andere Talente und die haben ganz anderes Marktwertvolumen in ihrem Kader mittlerweile, das haben sie auch erarbeitet, muss man auch sagen, die waren mal klinisch tot, das wissen wir auch, aber habe ich das richtig verstanden? Ich sehe die Notwendigkeit doch, momentan sind jetzt gerade im Abstiegskampf. Falls das noch nicht angekommen ist. Ja, aber klar. Ja, nee, auf jeden Fall sind noch nicht alle Spieler, neun Spieler richtig angekommen. Ja, aber das finde ich jetzt aber ganz wichtig. Wer ist denn dann das Masterbrain, das Sportliche auf Schalke? Naja, da ist ein Manager erstmal, der seit 25 Jahren, er hat 23 Spieler geholt für 140 Millionen in etwa. Er hat für 110 Millionen verkauft, richtig. Ja, aber dann sag mir mal, wie viel davon gezündet haben. Ich komme, wenn ich gutmütig bin, auf 5 Namen. Mir wird gerade schwindelig bei den Zahlen. Ude und Embolo funktionieren. Lass uns kurz einen Spot machen, dann sind wir zwei. Wieder da. Nee, einen. So, dann sind wir wieder da. Die Stimme der Vernunft lassen wir nochmal zu Wort kommen. Was wolltest du von mir wissen? Die Neuzugänge, warum? Zünden Sie nicht. Nee, stopp. Erst das sportliche. Den Kopf wollten wir noch neu. Ach so, den wollte er. Ja, du hast die These vertreten. Du hast aber auch noch keinen konkreten Namen genannt. Ich habe Namen genannt, aber die, von denen ich nicht überzeugt bin. Ich weiß, dass es ein Problem ist. Also, aber du sagst nichts ein. Also, spielen wir das doch mal durch. Der Lehmann kommt. Du hast den Lehmann genannt. Ich will nur eben ganz kurz vorher wissen, bevor wir weiter diskutieren. Vielleicht ist es nämlich unerheblich. Du sagst, die brauchen den nicht. Ich sehe nicht die aktuelle Notwendigkeit, was er jetzt in dieser Situation bringen soll. Nachhaltigkeit, darum geht's. Jetzt müssen sie erstmal, im Laufe der Saison bringt das nichts. Aber es geht ja um Nachhaltigkeit. Wenn du jetzt nicht aufpasst, kommst du wirklich ernsthaft in den Abstiegskampf. Ich glaube und ich hoffe nicht, dass Schalke absteigen wird, aber du verpasst definitiv Europa. Und das kann sich Schalke einmal erlauben, aber kein zweites Mal. Weil der Abstand zu den anderen großen Vereinen, und das sind nicht nur Dortmund und Bayern, wird immer, immer größer. Mhm. Und die sind immer noch im LV. Das ist sehr romantisch und ich finde es auch toll, wenn man das tragen kann. Aber das geht nicht mehr, meiner Meinung nach. Und auf lange Sicht fehlt, das fehlt aber schon seit 10 Jahren, einer, der da diese Geschicke entsprechend führt. Also wenn du sagst, er fehlt schon seit 10 Jahren, macht deine Argumentation ja, guck mal, Sinn, aber im Moment... Wir haben es ja immer wieder gesagt, die haben 11 Trainer gehabt und 4 oder 5 Manager seit 10 Jahren. Ach, jetzt vertragt ihr euch wieder, oder wie? Das geht ja auch nicht. was ist denn mit dir eigentlich, Peter? In welcher Funktion soll ich was machen? Alles. Also sagen wir mal so, die Stimme der Vernunft ist weg. Das kannst du nicht mehr übernehmen. Es ist durchaus vernünftig, sich darüber vernünftige Gedanken zu machen. Denn Schalke 04, da gebe ich dir vollkommen recht, braucht auf dieser Ebene mit Sicherheit jemanden. Aber ein kleiner Unterschied zu Borussia Dortmund ist im Augenblick leider im Spielerischen ganz klar festzustellen, aber ansonsten auch noch vorhanden. Schalke ist ja ein komplett anderer Verein mit einem anderen Innenleben. Und wenn jemand jetzt beratenderweise oder wie auch immer begleitenderweise im sportlichen Bereich, vielleicht in Bezug auf Sichtung auch,
eine größere Brücke schlägt zu Norbert Elgert, dem erfolgreichsten und für mich auch persönlich besten Nachwuchsentwickler, vielleicht sogar in ganz Europa, schlagen kann. Das muss es jemand sein, der nicht wie bei Borussia Dortmund von außen kommt, wie Watzke selber sagte. Wir haben mit Matthias Sammer einen externen Berater mit dazu genommen. Und das wird bei Schalke mit Sicherheit nicht helfen, denn Schalke findet als Schalke in sich statt. Da braucht man einen internen Berater, wenn überhaupt. Und dieser interne Berater muss einer sein, der vom Sport her schon irgendwo, irgendwann mal irgendwas gemacht hat in seiner Funktion. Egal, ob er Manager oder Trainer oder wie auch immer. Das muss auch mehr als ein Berater sein. Er muss da fest angestellt sein. Ganz genau, ganz genau. Ein mal vorübergehend dabei oder auf irgendwelche Leute betrachten, bringt überhaupt nichts. Hübsch Stevens ist ein hervorragender Mann, genau, der diesen Hintergrund zum Beispiel hätte. Aber er ist im Aufsichtsrat, er berät den Vorstand und den Verein, gar keine Frage, aber das ist ein Fulltime-Job bei Schalke, das zu machen. Und da muss es jemand sein, der wirklich auch irgendwo was nachweisbar mit einem gewissen Netzwerk versehen schon mal gemacht hat. Und weil Schalke das erkannt hat, sind Sie auch auf der Suche danach. Ja, das ist nämlich auch eine Entwicklung. Ja, wir können noch ein bisschen überlegen. Wollen wir uns mal wieder ein bisschen Fußball angucken? Gerne. Ja. Siegtreffer für Borussia Dortmund. Den schauen wir noch mal an. Ich habe eben gesagt, der ein oder andere Neuzugang ist noch nicht richtig angekommen. In diesem Fall wird ja auch immer wieder von Sebastian Rudi gesprochen. So, Sancho, was läufst du eigentlich so auf 100? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe nie 100 Meter gesprintet. Also er ist schon ziemlich schnell, ne? Das muss man so sagen. Auf jeden Fall. Ne? Das sehr, sehr guter Spieler. Es gibt keine Erklärung für dieses Abwehrverhalten. Das, ja, erzähl. Keine Erklärung dafür. Ja, guck mal, einfacher Doppelpass, zack. Und dann, es sind ja genug Schalker da, da stehen vier. Und Rudi bleibt auch noch stehen, mehr oder weniger. Ja, unerklärlich. Also, ja, aber das hat auch mit spielerischer Klasse nichts zu tun. Auch hier, Sané geht rauf. Ne? Dilettantisches Abwehrverhalten. Es war auch sehr clever von Favre. Also, ich muss sagen, ich finde, ihr seid sehr hart gegen die Schalker. Das ist ein super Spielzug. Also, ehrlich jetzt, der Sancho, der läuft, ja. Was machen die Dortmunder so gut? Warte, es kommt noch mal. Ja, kannst du es uns noch mal erklären? Der kriegt den Ball natürlich ein bisschen glücklich mit, aber das kann mal passieren. Der probiert da vorbeizugehen. Ja. Und dann macht er einen Doppelpass und er ist ja schneller als die meisten, der Sancho. Und er nimmt ihn gar nicht so gut mit erst, ne? Am ersten Kontakt, ne? Nee. Aber es reicht, ne? Wenn er drin ist, ist klar, ne? Also ich mein, da sehen wir, dass eine schlechte Ballmitnahme, der erste Kontakt war wirklich nicht der Qualität entsprechend. Eine schlechte Ballmitnahme reicht natürlich dann immer noch aus, wenn ich überhaupt keinen Druck vom Gegenspieler bekomme. Also wenn du solche Situationen in einem Spiel hättest erleben dürfen, wärst du wahrscheinlich in der Torschützenliste ganz weit oben. Ja, mit der Schnelligkeit, ja, mit der Fertigkeit, die du hast, im 16-Meter-Raum zum Beispiel auch zum Abschluss zu kommen. Da ist eine Spielentwicklung 10 Meter hinter der Mittellinie. Da bin ich in einem Zweikampf, der gar nicht aufgenommen wird. Der Abwehrspieler von Schalke 04 oder der sich als solches bezeichnet, steht komplett falsch. Also das sieht man in der Schülermannschaft selten. Komplett falsch zu seinem Gegenspieler, kann keinen Druck ausüben, bietet ihm die falsche Seite an, bleibt dann stehen. Also all das, was man im Lehrfilm zeigen würde, so darfst du es nicht machen, haben wir da gesehen. Das hat Borussia Dortmund hervorragend ausgenutzt. Das war im Übrigen zu 50%, das Tor ist auch 50% Anteil von Favre. Der erkannte, dass auf der linken Seite da hinten der Schalker plötzlich ziemlich ins Rudern geraten ist und hat Sancho gesagt, geh mal auf die andere Seite rüber. Und das ist das Ergebnis. Ne? Und das muss man an Favre einfach bewundern. Auch wenn er so schwierig im Umgang für uns alle manchmal ist und nicht viel rauskommt, wenn man Fragen stellt, da ist er wirklich weit vorne in Eingriffen. Ja, zwischendurch sah es ja mal ganz gut aus für Schalke. Ne? Die haben einen Ausgleich gemacht. Schau mal auf die Entstehung. Da hat unser lieber Videoassistent wieder eingegriffen. Ne? Reinhold, das war bestimmt auch für dein Highlight gestern. Die vielen Entscheidungen, über die wir später noch sprechen. Aber hier der Zweikampf zwischen, da sehen wir es, Reus, Caligiuri. Und geht es erstmal lange weiter? Ja. 11 Meter? Yusuf? Ich muss mir erstmal noch einmal angucken. Du kennst uns ja, wir haben drei verschiedene Einstellungen. Pass mal auf. Machen wir ganz in Ruhe. So, also es dauert natürlich erstmal ewig. Irgendwas ist passiert, wird überprüft. Ist ja so bei der Videoschiedsrichter. Das dauert halt ein bisschen. Oder? Ist das nicht eigentlich ein bisschen nervig? Ab und zu doch, aber wenn es dann richtig korrigiert wird, dann glaube ich, sind die meisten zufrieden. Deswegen fast ja. Also ihr wart ja im Stadion, also, ne? Wir haben uns den halben Morgen im Flugzeug schon mehr oder weniger darüber unterhalten. Wir waren im Stadion und wie so oft bei diesen Videogeschichten wusste 3 Minuten lang überhaupt niemand, und das war krass in diesem Fall, worum es überhaupt geht.
weil das Spiel lief eine Minute weiter, plötzlich kommt die Unterbrechung. Das war sogar so grotesk, dass der Nastasic von Schalke zu dieser Videozone geht, um dem Schiedsrichter mal über die Schulter zu gucken, worum es überhaupt geht und sich dafür eine gelbe Karte abholt. Die fünfte übrigens. Hätte er gewusst, dass daraus ein Schalker Strafstoß resultiert, hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht. Also es war wieder ein klares Beispiel dafür, dass der Videobeweis in dieser Form wirklich sehr, sehr schwierig für alle Leute im Stadion ist. Aber die Entscheidung war unterm Strich richtig. Das du sagst auch gerade. Ja, wenn man siebenmal vor und zurück spult, dann findet man immer da was. Auf, also das sagen. Aus Sicht des Angreifers? Nicht so, dass man immer was findet. Da gibt es ein ganz klares Dokument für. Ich finde, das war wirklich eine schwierige Situation. Hier muss man Schiedsrichter mal in Schutz nehmen. Das zu erkennen, dass er wirklich oberhalb des Knöchels drauf war und ich meine, die hat es ja nachher noch selbst gezeigt, schaut her, das ist sozusagen das Ergebnis dieses Zweikampfs, hat die Wunde ja gezeigt. Das war ganz schwer zu erkennen und da muss ich den Schiedsrichter da in Schutz nehmen. Und die Kölner werden auch ein bisschen hin und her gedreht haben, um wirklich das dokumentiert zu sehen. Eine wirkliche Ausnahmesituation. Und das ist nicht irgendwie mal leichtfertig geschehen. Kritik teile ich an dem Punkt, Vermittlung im Stadion ist immer noch ein Problem. Warum? Aber hier war es eine schwierige Situation, die Zeit gebraucht hat. Also, ja, weitere Aufreger gibt es gleich. Aber warum zeigen wir das denn dann nicht auf der Videowand? Damit die Leute wissen, worum es hier geht. Es ist in anderen Sportarten, in anderen Ländern, weißt du, was Sache ist. Da spricht der Schiedsrichter über den Stadiontunnel und erklärt, was da los ist. Wir machen einen Antrag fertig, wir machen das gleich. Ja, nee, ich verstehe es einfach nicht. Ja, es ist auch nicht zu verstehen und auch andere Situationen von diesem Wochenende waren nicht zu verstehen. Gleich geht es um den Tabellenführer. Reinhold freut sich schon ganz besonders. Also die haben natürlich richtig gefeiert. Immer noch ungeschlagen in der Fußball-Bundesliga. Sie haben heute die Chance, kurz vor Weihnachten 200.000 Euro zu gewinnen. Viel Glück. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Ich gebe rüber zu Ruth. Wir wollen die Frage der Woche auflösen, ob eben unsere User Tedesco zutrauen, diese Kurve noch zu kriegen mit Schalke. Dazu gibt es übrigens einen ganz interessanten Kommentar von meinem Kollegen Matthias Becker auf sport1.de, der nämlich den warnenden Zeigefinger hebt und sagt, dieses Derby sollte Schalke Angst machen. Es geht eben darum, dass sie zu Ideen zu harmlos sind und die Transfers wurden angesprochen. Dafür wurde über 50 Millionen ausgegeben für 7 neue und keiner hat so richtig eingeschlagen von denen. Und ja, ein interessanter Beitrag auch von Michel, der sagt, ich bin der Meinung, dass er einfach komplett überfordert ist mit der Situation, alleine die Aufstellung heute. Und die Wechsel sagen alles und dieses ständige Schönreden macht einen wahnsinnig. Mit dieser Meinung ist er nicht allein. 73% unserer User sagen, nein, Tedesco schafft das nicht mehr. Jetzt wollen wir Sie hören am Topafon, liebe Zuschauer. FC Schalke einfach nicht rund, aber sie haben einen guten Trainer und müssen zu diesem halten. Ich bin überzeugt, der FC Schalke wird im Frühjahr wieder einen besseren Fußball spielen und die Champions League-Plätze oder Europa League-Plätze auf jeden Fall erreichen. Sie werden eine Aufholjagd starten, da bin ich felsenfest überzeugt. Der FC Schalke 04 hat noch genug Chancen, nach oben zu kommen, aber es kann nicht so weitergehen. Es liegt nicht am Trainer, es liegt an der Mannschaft. Schalke wird unter Tedesco nicht die Wende schaffen. Sie werden gegen den Abstieg spielen. Der Mann ist dilettantisch momentan, der hat keinen Plan mehr. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber so wird das mit dem Abstieg. Herr Tedesco, Sie sind fertig. Also das stimmt ja nun auch nicht. Wir haben eben das Thema mal angerissen. Oder Peter hat es eben gesagt, overcoachen. Vielleicht hat er overgecoacht, ne? Ist dir das schon mal passiert, dass du manchmal auch Sachen nicht verstehst, außer die von Peter? Also ich würde noch nie overcoach auf jeden Fall, aber das kann sein, dass es so passiert. Ich kenne den Tedesco nicht persönlich und von daher kann das sein. Aber das musst du mal die Schalke-Spieler fragen. Nee, ich wollte wissen, wie es bei euch ist natürlich. Na, bei uns, ich glaube, die Franzosen werden vielleicht ein bisschen übercoachen ab und zu mal, weil die das nicht versteht. Aber das ist halt so. Aber sonst. Nee. Wegen der Sprache oder so? Wegen der Sprache halt. Also okay. Die tun sich ein bisschen schwer bei der deutschen Sprache. Aber es kommt noch langsam dazu. Die manchen sind auch erst im Sommer, seit im Sommer hier. Aber übercoachen wird da nicht. Also, da macht dann Reinig einen sehr, sehr guten Job. Aber wie oft habt ihr eine Analyse oder wie oft wird irgendwas besprochen? Sehr oft. Vor dem Training, nach dem Training, vor dem Spiel, nach dem Spiel, ist klar. Mhm. Also wir sagst du nicht auch irgendwann mal, boah, jetzt kann ich das aber nicht mehr hören? Wenn wir wieder Standards trainieren, dann ab und zu mal. weil da haben wir, ja, wir haben sehr viele Standardtrainings, da manchmal hat man auch einen Halt voll davon, aber ist halt. Wie äußert sich das dann? Ja, wir müssen das halt auch verbessern, das wissen wir auch, wenn wir da als
mit oben oder ja, oben mit dabei spielen wollen, dann müssen wir halt uns in der Bereich auf jeden Fall verbessern. Das haben wir dann defensiv gemacht, aber offensiv gar nicht. Und da müssen wir halt besser werden und deswegen ist es gut, dass wir das machen. Es kann sein, dass es nervt, aber das ist halt ein Aufbaustil, das wir haben. Wie trainiert ihr das denn? Ich erinnere mich an meine Zeit, da haben wir es mit Berti Vogts mal so gemacht, dass wir ohne Gegenspieler alles gemacht haben. Aufs leere Tor. Das, wir machen beides mit, ohne. Wir probieren alles Mögliche. Ja? Okay. Respekt. Ihr habt gegen Schalke 0-0 gespielt, ne? Genau. Was haben Sie für einen Eindruck auf dich gemacht? In Leipzig, glaube ich, war es sogar, ne? In Leipzig, ja. Also das war ein sehr langweiliges Spiel, glaube ich, auch für die Zuschauer. Also, hört sich auch so ein bisschen so an, aber ich da kann auch mich auch nicht mehr richtig dran erinnern. Also es gibt ja auch 0-0-Spiele, die sehr, sehr spannend sind und sehr, sehr amüsant sind und gut sind, aber das war kein gutes Spiel, weder von uns noch von Schalke. Und ja. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass die halt gut in der Defensive waren, die waren aggressiv, die haben uns wenige Torschancen zugelassen, offensiv kam eigentlich nicht viel, aber auswärts in Leipzig, dann glaube ich, da kann man das auch mal sagen, ja, wenn wir da 0-0 spielen, ist okay und den Gegner eigentlich fast keine Torschancen zulässt, ist eigentlich ein gutes Spiel gewesen. Was müssen Sie jetzt tun, Peter, auf Schalke? An Kleinigkeiten arbeiten und Dinge festlegen, ganz klar festlegen, keine Interpretationsmöglichkeiten auflassen, klare Ansagen und ja, klare Richtlinien innerhalb des eigenen Vereines jetzt versuchen zu etablieren. Die Situation sieht ganz klar folgendermaßen aus. Das ist mir zu theoretisch. Sind die nächsten drei Spiele, die sind wichtig, man sollte nicht hinkommen und sagen, ihr müsst 9 Punkte holen, Ultimaten stellen oder ähnliche Sachen, aber die nächsten drei Spiele sagen ganz klipp und klar aus. Entweder spiele ich wirklich gegen den Abstieg und zwar die gesamte Saison, im Falle, dass es negativ auslaufen sollte, oder eben ich gewinne die aus den nächsten drei Spielen 2 und hole vielleicht 1 Punkt, 7 Punkte, wunderbar und schön. Dann kann ich vielleicht, wenn es glücklich läuft, noch um die europäischen Plätze mitspielen. Champions League ist abgehakt, wird es in diesem Jahr nicht mehr geben. Da sollte man sich auch keine Gedanken drüber machen. Aber das muss jetzt in Angriff genommen werden. Ansonsten ist Schalke 04 im Falle, dass es nicht gut laufen sollte, jetzt in Augsburg zu Hause gegen Leverkusen und dann eben in Stuttgart, ist Schalke 04 im dicksten Abstiegskampf. Und da muss man zusammenhalten, ganz einfach. Ja, aber letztes Mal, wo ich hier war, da haben wir genau gleich ein Thema, da war das einfach über Leverkusen. Weil die halt auch den Doppelbelastung oder Dreifachbelastung wieder zum ersten Mal wieder hatten und da halt ja, unten mit dabei gespielt haben und jetzt ist Schalke, also das... Da siehst du mal, wie flexibel wir hier sind. Wir tauschen einfach die Vereine aus und dann genau, wieder. Genau. Nee, aber ich fand es halt so... Ja, aber ihr habt ja auch Dreifachbelastung gesucht, ne? Das stimmt, aber... Klar, aber man hat auch gesehen, letztes Jahr gab es auch viele Mannschaften, die halt mit einer dreifachen Belastung nicht gut klargekommen sind. Und jetzt, dieses Jahr ist es dann wieder Schalke. Also die waren, letztes Jahr haben die halt nur den Bundesliga spielen, da sind die dann Zweite geworden, hat es gut gemacht. Klar, hat halt die anderen Mannschaften nebenbei auch nicht so viele Punkte geholt und die sind dann Zweiter geworden, aber da haben die auch eine gute Saison gespielt. Und dieses Jahr müssen die dann wieder Champions League spielen, da machen die das auch einigermaßen gut, da sind die auch weitergekommen. Und ja, dann ist es halt schwer. Die sind vielleicht nicht gereift für den dreifachen Belastung. Und das Thema würde gar nicht hier besprochen. Also grundsätzlich... Ja, aber dreifach würde ich mal außen vor lassen. Entschuldigung, aber dreifach Belastung, da muss ich mal leicht schmunzeln. Ne? Mit Trainingssteuerung und Belastungssteuerung. Reden wir von Doppelbelastung, lasse ich gelten. Champions League oder Europa League zu spielen und Bundesliga ist schon Doppelbelastung. Die Dreifachbelastung, sprich die Zunahme des DFB-Pokals, ja, wird zur Dreifachbelastung dann, wenn ich ins Endspiel komme. Ansonsten diese 5 Spiele, die ich brauche, um ins Endspiel zu kommen, da sollte man nicht von Belastung reden bei einem Fußballprofi. Dann zeige ich nochmal dazu, da gibt es auch ein paar Nationalspieler, die haben dann dreifachen Belastung. Das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Die Nationalspieler, ja, die haben natürlich immer eine Dreifachbelastung, weil die normalerweise aus dem Verein kommen. Differenzierte Aussagen, braucht man im Abstiegskampf. Also wie viele Spiele hast du schon gemacht dieses Jahr? Ihr habt ja ganz früh angefangen. Ich glaube... Mit der Mannschaft weiß wahrscheinlich gar nicht, ne? Ich bin auf die 25 oder so, glaube ich. Also, dafür sieht auch topfit aus. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. So, also, eine andere Mannschaft kommt auch mit der Dreifachbelastung. Wunderbar, klar ist der Tabellenführer Borussia Dortmund. Die können scheinbar im Moment alles. Die spielen mal richtig tollen Fußball. Aber da gibt es auch mal einen Arbeitssieg. Und sie können auch wieder Derbys gewinnen. Angekommen, so richtig angekommen. Denn nur wer Siege im Revierderby vorzuweisen hat, wird ein wirklich anerkannter BVB-Trainer.
Lucien Favre hat gestern nur einen Fehler gemacht, und zwar Götze für Alcázar einzuwechseln und nicht umgekehrt. Denn als Joker hat der Spanier bisher immer getroffen. Machen halt andere die Tore, wie Delaney. Wird halt mit Sancho ein gerade mal 18-Jähriger zum jüngsten Derby-Torschützen der Vereinsgeschichte und auch noch zum Matchwinner. Diese Dortmunder kann man anscheinend durch nichts aus der Bahn werfen. Natürlich auch nicht durch einen zweifelhaften Strafstoß. Favre, der kauzige Schweizer mit dem kräftigen französischen Akzent, hat eine ausgewogene und schlagkräftige Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern gefunden. Eine vielleicht unaufhaltbare Mischung. Denn die gelungene Kombination von Mentalität plus Stabilität ergibt meisterliche Qualität. So, wer war denn gut in Mathe von euch? Mit dieser Gleichung? Ja, über allen steht, es ist ein Genuss, den Dortmunder zuzugucken. Großer Fußballspaß. Ich habe es ja zu Beginn gesagt, ich meine, das ist ein solcher Glücksgriff, den Dortmund da hingelegt hat, was die Einkäufe betrifft. Das alles zündet. Ich meine, das hast du nicht immer, das muss man auch sagen. Das kriegst du nicht jede Saison so geschenkt, nach dem Umbruch und der Diskussion, die wir über Dortmund in der letzten Saison hier geführt haben. Und, aber es ist natürlich in der Spielauffassung, in der Spielanlage großartig und ein großes Vergnügen zuzugucken. Und mal wieder beweist Lucien Favre, dass er im ersten Jahr, wenn er irgendwo neu als Trainer ist, oft den großen Entwurf hinlegt. Das war schon oft so, das war in Nizza so, war bei anderen Vereinen so. Und die große Frage ist so auf Dauer, Lucien Favre ist ja auch ein Fußball-Nerd, also für das Umfeld nicht immer einfach, ist besessen von Fußball. Ich bin mal gespannt, wie das sich so weiterentwickelt. Aber im Moment ist es hinreißend, Dortmund zuzugucken und ja, toller Lauf. Ich finde, es gibt noch einen ganz anderen Punkt. Also wir reden zu Recht über Spaßfußball, den sie spielen. Aber was Dortmund sehr, sehr gut gemacht hat, und zwar schon in der Vorbereitung, ist, dass sie Fußballromantik finden wir, glaube ich, alle toll. Aber sie haben genau diesen Faktor Fußballromantik mal so ein bisschen ausgeklammert im Sommer. Sie haben Spieler, die wirklich bei den Fans totale Ikonen waren, haben sie durchaus auch angetastet. Sie haben Schein verkauft. Gut, Weidenfeller war ein anderer Fall. Kagawa spielt nicht. Götze hat lange nicht gespielt. Schmelzer ist kein Kapitän mehr. Das waren alles die Ikonen der Meistermannschaft von 2011. Und da haben sie wirklich, und das macht Lucien Favre auch jetzt in der Saison, dass er knallhartes Leistungsprinzip anwendet. Und da sind sie, ehrlich gesagt, schon ein bisschen Vorbild, finde ich, für den FC Bayern, der Ribéry und Robben da noch so ein bisschen aus Dankbarkeit Verträge gibt. Und das gab es bei Dortmund dieser Saison nicht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig die Transferpolitik. Jetzt kann man sagen, Glück ist, wenn alle zünden, aber Glück ist nicht, diese Leute zu casten und die dann hinterher auch zu bekommen. Ich glaube, da gehört, kennen, ne? da gehört einfach, und das ist vielleicht das, was wir auf Schalke halt vermissen, da gehört die Kompetenz zu. Und das, was auch Bayern, glaube ich, zuletzt nicht so gut gemacht hat. Was sie gar nicht gemacht haben. Ja, und sie haben nicht gut gemacht, dann Bayern hat es gar nicht. Sie haben aus der letzten Harakiri-Saison, die ja wirklich sie beschäftigt hat, haben sie exakt die richtigen Schlüsse gezogen und haben dann das Glück gehabt, dass die Leute, die sie gecastet haben, auch hundertprozentig zünden. Und da muss man zuvor das natürlich Witzel und Delaney nennen, die einfach genau diese Stabilität, diese Mentalität und diese Leader-Fähigkeiten mitbringen, die halt auf Schalke leider fehlen. Ich glaube, genau das ist es, ne? Pitt, diese Mentalität, die sie jetzt. Also der Sancho hat ja einen Sterbefall in der Familie diese Woche. Deswegen war er auch in London. Und der Verein hat ihm freigestellt, ob er überhaupt spielen möchte, das Derby. Und er hat, ist ein junger Mensch, gesagt, nein, ich möchte sowohl das Training mitmachen, das Abschlusstraining und auch in das Spiel hineingehen. Ja, das ist erstmal, sag mal, so eine Entscheidung, die ich viel so symptomatisch momentan für das, was so als großes Wort Mentalität darüber steht, dass er sagt, in dieser Mannschaft spielt man gerne und will dann auch alles geben und flüchtigt sich nicht. Ich hatte den Eindruck, letztes Jahr einen anderen, da war man dankbar für jede kleine Blessur, um nicht spielen zu müssen. Und das ist eine Mannschaft, die will. Und sie hat eine ganz klare Struktur. Und ich weiß gar nicht, ob man sowas planen kann. Aber so ein Witzel und Delaney, die doch die Linie vorgeben, die auch die Gesetze innerhalb der Mannschaft so bestimmen, also wirklich prägend sind, also auch vom Charisma, gerade Witzel, das ist für mich ja der Transfer des Jahres in der Bundesliga, diesen Mann zu holen, dass der so eine Rolle spielt. Und das hat, glaube ich, auch viel mit Glück zu tun, weil ich weiß nicht, ob man das wirklich so planen kann, wie es jetzt geändert hat. Das muss man einfach mal so zugute halten. Ein Aspekt noch hinzufügen, die neue Entdeckung von Marco Reus ist für mich ein Phänomen. Ich habe ihn nie so interpretiert, wie er sich jetzt zeigt auf dem Platz und erst recht auch außerhalb des Platzes und natürlich auch in dieser Rolle, ich führe hier, ich bin der Kapitän und das ist irgendwie für mich eine Entdeckung, wo ich sage, mein Gott, was hat er noch für ein Potenzial in sich selbst da, was hat er da neu entfacht? Das ist
für mich die ganz große Figur dieser Bundesliga-Saison. Man muss natürlich bei Marco Reus sagen, ich hätte es ihm auch nicht zugetraut in der Form. Man hat ihn nicht als klassischen Leader-Kapitän und so gesehen. Allerdings hat er natürlich auch durch seine vielen Verletzungen immer sehr, sehr viel mit sich selbst zu tun gehabt und hat immer geguckt, wie er überhaupt wieder den Anschluss findet. Und wie er hat erst recht, ist das hoch einzuschätzen. Absolut. Also welche Qualität er jetzt da. Ich habe auch das Gefühl, er ist überall auf dem Platz. Ne? Hinten, vorne, hilft überall aus und so weiter und so fort. Ihr seid ja auch eine junge Mannschaft. Wundert dich, dass die Dortmunder schon so stabil sind und diese Mentalität versprühen? Nee, nicht ganz. Also wie da auch vorher gesagt wurde, die haben auch Mentalitätsspieler auf den Platz geholt. Und ich kenne den Delaney auch von der Nationalmannschaft, der ist ein richtiger Mentalitätsspieler. Ach so, ja, klar, natürlich. Ist ein Tier, ne? Wie man sagt, oder? Ja, und ich glaube noch mehr als Witzel. Ich glaube, das die ganze Charisma und was ihr alle im Fernsehen seht und so. Und da steckt Witzel vielleicht ein bisschen mehr voraus. Aber ich glaube, der Delaney, der spricht viel mehr auf dem Platz. Der ackert viel mehr, finde ich. Und der geht in jeden Zweikampf rein, was er überhaupt finden kann. Und der ist ein richtiger Mentalitätsmonster. Und ich glaube, der hat Deutschland richtig gut getan. Das heißt, bei der Nationalmannschaft kriegst du richtig Druck von dem, wenn du nicht läufst vorne, oder wie? Ja. Ja? Was sagt er dann zu dir? Meistens ist es Schreien von hinten. Was schreit er? Dann manchmal höre ich nicht zu, weil ich weiß schon, dass was er da meint in die Situation, weil ich laufe ja auch gerne viel und wenn ich dann halt einen Moment Pause für mich habe, dann weiß ich, dann kommt er von hinten. Aber was er genau sagt, das kann ich nicht erzählen. Ich dachte jetzt, du sagst, das ist sowieso, können wir sowieso nicht verstehen, weil das stimmt sogar auch noch. Ja? Okay. Bitte. Witzel müssen wir auch noch mal haben wir gerade schon angesprochen. Hättest du das erwartet? Alle haben ja gesagt, der kommt aus China. Oh, China. Ja, die Geschichte Witzel war ja mehr oder weniger schlecht einzuordnen. Die Geschichte schon, aber die Leistungsfähigkeit, dass er bei der Weltmannschaft grandios gespielt hat in einem grandiosen belgischen Team, zweifelsfrei. Aber die Frage, die man sich immer wieder gestellt hat, Witzel hat noch nie, nachdem er Standard Lüttich verlassen hat, bei einem großen europäischen Club gespielt, auf großer europäischen Bühne gespielt und hat sich da noch nicht zeigen können. Geht dann auch noch nach China und er ist einer der wenigen Profis, die auch noch ehrlich sind und sagen, ich gehe nicht dahin, um eine Mentalität neu kennenzulernen, neue Sprachen zu lernen, lernt man sowieso nicht. Nein, ich habe da unglaubliches Geld verdient. Naja, aber die Frage war die... Kultur hast du vergessen noch. Kultur ist auch ganz wichtig, ganz genau, ganz genau. Also die Frage war die, ist er transferierbar, ganz normal, nicht technisch, sondern eben fußballerisch? Kommt er in der Bundesliga an und da ist er angekommen. Begleitend allerdings, und das meine ich, ist wesentlich, neben Delaney, der, man darf nicht vergessen, einen Weigel verdrängt hat, nennen wir es mal so, aber entscheidend war, in ein funktionierendes System, bei dem sie Stabilisatoren sein konnten, weil Reus eine Auferstehung erlebt hat, bedingt durch eine Entwicklung, mit Favre zusammen. Sie kannten sich aus der letzten unfallfreien und verletzungsfreien Zeit bei Borussia Mönchengladbach. Das ist mit rübergenommen worden und er hat erstmals seit der Gladbacher Zeit kontinuierlich spielen können und dann bei seinem Trainer, der im Prinzip ihn zur ersten Stärke geführt hat. Und es passte alles nochmals in Verbindung mit Ergebnissen. Und daraus ist eine Mentalität entstanden. Die war nicht einfach da. Die kann noch so gut sein, wenn die Ergebnisse nicht passen, dann bröckelt es irgendwo. Ja, ja. Aber das wurde begleitet durch Erfolgserlebnisse, auch bei Spielen, in denen man viel, viel Glück hatte. Ich denke nur an Augsburg, ne, mit einem Zaubertor, letzte Minute Freistoß und so weiter. Man hätte auch kritisieren können, wie kann man gegen Augsburg 3 Gegentore im eigenen Stadion bekommen. Nein, es passte aber alles. Aber sie geben auch nie auf. Das ganz genau, es passte alles und in der Mannschaft stimmt im Augenblick von der Leistungsbereitschaft sowieso, von der Führung her sowieso, von der Struktur sowieso und im Offensivbereich austauschbar die einzige Offensive in der Bundesliga in Deutschland, die wirklich rotieren kann ohne Qualitätsverlust, von einem Offensivspieler wie Reus geführt, einzigartig und deshalb auch der Tabellenplatz. Ja, ihm ist auch schon Monate vorher, bevor auch Favre klar war, seitens der Bosse Watzke und Zorc auch sehr viel Gespräche gab es da, wo schon klar war, er wird die Nachfolge von Schmelzer als Kapitän antreten und wo man auch klar schon versucht hat, miteinander herauszufinden, ob er diese Rolle übernehmen kann und will und hat ihn da auch, was Selbstbewusstsein angeht, ne, aufgebaut weiter. Und jetzt, das klar, wenn er verletzt ist, reden wir über eine andere Situation, aber hier geht gerade alles auf. Er muss ja nicht mehr verletzt sein. Und der Trainer war natürlich ein Stück weit, hat er sich den auch mit Sicherheit am Ende wünschen dürfen. Dann hören wir den Trainer doch mal. Der hat was zu seiner Mannschaft gesagt zum Thema Mentalität. Lucien Favre. Was hat mir gefällt, die Mannschaft ist sehr gut reagiert, ist im Spiel geblieben. Verstehen Sie, ist im Spiel geblieben. Sie haben weiter so Fußball gespielt und noch besser gespielt. Mehr Ballbesitz, mehr Torchance. Und das war sehr, sehr wichtig, dass wir
Ruhe halten. Und das haben wir sehr, sehr gut gemacht. Er verarscht uns alle. Was sagst du? Ich glaube, der veräppelt viele von uns mit seinen Auftritten, dass er nicht immer alles versteht oder dann nur so ein bisschen seinen Lülü-Akzent da spielen lässt. Lülü-Akzent? Was? Ja, er heißt ja Lülü, ist sein Spitzname. Ja, ja. Lülü? Lülü. Wusste ich nicht, ne? Ja. Und ich glaube, er kokettiert damit, weil er will von seinen großen Gedanken will er gar nicht viel preisgeben. Und, aber dann tut er lieber so. Wir verstehen das ja ohnehin. Ich finde, das ist auch ein schöner Gegensatz auch zu Domenico Tedesco. Wenn du jetzt Lucien Favre zuhören darfst, ne, da kommt doch in vielen Momenten nur Allgemeinplötzliches daher. Das macht er mit Absicht. Ja, natürlich. Er will uns nicht irgendwie da reingucken lassen in seine Geheimnisse. Bei Domenico Tedesco ist es immer so ein kleines Trainerseminar. Da erfährst du detailliert, wie der Plan aussah und warum es sich nicht eingelöst hat. Und er erzählt uns genau. Nur so ein bisschen was Banales. Er ist gestern konkret gefragt worden nach der Umstellung Sancho von rechts auf links. Dann sagt er nur, also haben Sie das bewusst gemacht? Er kann links, er kann rechts. Ja, haben Sie das bewusst? Haben Sie das Nachfrage, recht. Nachfrage. Ja. Ja, aber dann kommt die Nachfrage. Dann sagt er, ich kann auch links und rechts. Oder? Dann kommt die Nachfrage, haben Sie das bewusst? War das Ihr siegbringende taktische Umstellung? Dann sagt er gar nichts mehr. Und so ist das ganz oft. Also entweder spielt er nur oder hält alle für... Ja, er hat doch gerade auch schon gesagt, verstehen Sie? So ja, Zwischensätze sind das immer. Ne? Also er hat auch bei Götze quasi bei den ersten 5 Spielen, als er nicht gespielt hat, und immer vor und nach jedem Spiel kam die Frage und er hat immer dieselbe Antwort gegeben, wir haben viele Spieler und sonst hat er nichts dazu gesagt. Was natürlich im Nachhinein schlau ist, weil heute spielt Götze und heute kann ihm keiner irgendwie nachhalten. Na, damals hat er ihn so kritisiert und hatte ihn eigentlich schon abgeschrieben und... Das ist natürlich auch clever, manchmal nichts zu sagen. Das erinnert mich aber auch wieder an Otto Rehhagel, weil du den eben, glaube ich, angesprochen hattest. Der hat auch mal gesagt, Thomas, antworten Sie nie auf die Frage, die Ihnen gestellt wird. Erzählen Sie irgendetwas. du wolltest aber auch noch was Aber Favre ist natürlich, ich habe es ja vorhin kurz angedeutet, also Favre bekam ja immer Schwierigkeiten so im zweiten Jahr. Und wenn es dann ein bisschen eng wurde, Krise, wurde ein bisschen ungehalten, verlor schon hier und da mal die Nerven. Und es gibt ja eine hinreißende Geschichte auch aus Nizza, aus der ersten Saison. Nizza ist Tabellenführer. Und was passiert? Der Manager, Heiligabend, geht mit seinen Kindern zur Heiligen Messe. Auf einmal bekommt er einen Anruf. Heiligabend. Wer ist am Apparat? Lucien Favre. Und sagt, je ne veux plus, c'est fini. Er wollte nicht mehr als Spitzenreiter, weil ihm irgendwas nicht passte. Und das kann immer mal passieren, dass er irgendwann die Nerven verliert. Vielleicht ist er jetzt mit 62 Jahren ein bisschen tiefenentspannter und dass das Kapitel abgeht. Ja, aber BVB ist auch erst, da müssen Sie ein bisschen aufpassen jetzt. Ich glaube, das hat mehr mit Transferfaden zu tun. Dass man da die Nerven verliert am Heiligabend. Das war zuerst, es muss nicht Heiligabend sein, aber wir wissen ja, dann beginnt die neue Transferphase. Ja. Und das war bei Hertha BSC der Fall, es war bei Borussia Mönchengladbach der Fall. Mhm. Bei beiden Vereinen überragend erfolgreich, überragende Arbeit abgeleistet. Aber immer wenn dann Transfers getätigt wurden, gab es Theater, die dahingehend endeten, dass er auch Lucien Favre dann gesagt hat, nee, dann höre ich eben auf. Aber es gab bei Hertha doch sogar die Legende, dass er nach dem ersten Pokalspiel, vor dem allerersten Spieltag in der ersten Saison, 3-0 in Haching, Dritt- oder Viertligist, ist er zu Hoeneß gegangen und hat gesagt, das hat keinen Sinn, ich höre auf. Richtig. Und nee, er ist auch öfter zum aber Flughafen man muss immer überlegen, war schon fast weg. Ja, ja. Die ersten Pokalspiele sind normalerweise in der Transferphase. Hm. Das ist das, was ich gesagt habe. Aber wenn dann plötzlich Spieler kommen, die nicht von ihm alleine kommen, sondern von anderen, dann gibt es Zwistigkeiten in der Kommunikation oder wo auch immer. Und dann hat Favre bisher immer Konsequenzen gezogen, bei jedem Verein. Wie war euer Spiel gegen BVB? Boah, nicht gut. 4-1 verloren. 4-1 verloren. Ihr habt doch geführt, ne? Nee. 1-0, ja. Und dann? Und dann war hat Delaney hinten rumgeschrien, die Dortmunder, und dann seid ihr stehen geblieben, oder was? Genau, dann hat er wieder einen Zweikampf geführt, einen 16er Kopfball gemacht und Witzel hat den dann reingemacht nachher. Und ja, also die waren besser als wir. Ja, die waren besser als wir in dem Spiel. Wir waren eigentlich gut mit dem Spiel und die erste halbe Stunde, glaube ich, waren wir auch sehr gut. Und gehen dann trotzdem 3-1 in die Halbzeit rein, wo man eigentlich dachte, wir waren eigentlich gut im Spiel drin. Und dann ist halt 4-1 ausgegangen. Okay, 4-1. Na gut, wir reden gleich über euer Spiel natürlich auch gestern in Freiburg. Das war so ähnlich, ne? Kann man sagen? Nee, noch schlechter. Nee, noch schlechter, genau. Und über das Abendspiel wollen wir auch kurz sprechen, beziehungsweise über die Aufreger. Da gab es eine Situation, Freddy Bobic ist stinksauer.
Nicht über seinen Spieler Jovic, sondern weil es in dieser Situation keinen Elfmeter gab und auch keinen Videobeweis. Das alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Hi von Adel und Bent, live aus dem Hotel am Münchner Flughafen beim Check 24. Doppelpass. Peter Norwer hat gerade in der Pause gesagt, er kommt kaum zu Wort. Wird der BVB Meister? Jetzt hast du eine Chance. Ich befürchte es, ja. Aufgrund der Tabellensituation, dass der BVB Meister wird. Muss er sein. Muss er sein. Was sagt ihr, Arnold? Ja, die Bayern werden es nicht hinkriegen in dieser Saison. Also ja, wenn es... Ich meine, ich habe es gesagt. Wenn es so weiterläuft, ja. Ich gucke da gerne hin und finde die Entwicklung bei Dortmund großartig. Und ja, Dortmund ja. Ja, absolut. Weil erstens hat man in den Spielen immer das Gefühl, egal welcher Rückschlag kommt, sie schlagen wieder zurück. Also man hat nicht das Empfinden, dass da jetzt eine große Negativserie anbrechen könnte. Und sie haben auch von der Bank noch so viel Potenzial, um Spiele, die ein bisschen negativ laufen, zu drehen. Also von daher erwarte ich, dass sie es schaffen, ja. Es läuft und wir hatten lange das Thema nicht, Videobeweise. Ach, aber an diesem Wochenende kommen wir nicht dran vorbei. Abendspiel gestern in Berlin. Hertha gewinnt gegen Eintracht Frankfurt 1:0. Und dann gab es diese Situation im Strafraum der Berliner. Ja, Jovic möchte gern Tor schießen. Kann er aber nicht so richtig. Wir sehen mal, warum. Ich meine, der reitet so auf dem nach Hause in die Abendsonne. Ja? Und da schaltet sich der Kölner jetzt nicht ein. Das verstehe ich halt nicht. Wenn wir den Reus-Elfmeter sehen, den man geben kann, wenn man 7-mal gespult und geguckt hat, verstehe ich nicht, warum da nicht überhaupt eine Überprüfung stattfindet. Das verstehe ich nicht. Was ich nicht verstehe, ist, es ist gar keine Frage des Videobeweises. Der Schiedsrichter läuft ja auf die Szene zu. Der muss es sehen. Du brauchst ja, er hat es ja scheinbar so gesehen. Sonst hätte es ja nicht so bewertet. Ja, oder? Aber das ist doch eindeutig. Die entscheidende Frage ist, haben die kommuniziert? Doch gar nicht haben. Ja, vielleicht stand ja doch einer dazwischen. Aber doch, dann er hat sogar. Ja, ich habe es ja gerade gesehen. Der okay. hat freie ja, Sicht gehabt. Ich glaube, das liegt auch an die Frage. Ich glaube, die Kölner hat es hier wahrscheinlich durchgeguckt und sagen, ja, du musst den Szene eigentlich anschauen. Aber wenn er sich sicher ist, dass kein Elfmeter ist, dann geht er nicht raus. Und also, da ist das Problem eigentlich. Ja. Weil wenn er die Szene wieder in Wiederholung sieht, dann muss man da Elfmeter geben. Da wirst du doch als Stürmer, ja, wollte ich jetzt sagen, wirst du doch fuchsteufelswild, ne? Ja, der Position, oder? Als ganz klar Elfmeter. Aber hast gehört, gestern haben auch einige gesagt, Mensch, da waren ja vier Hände. Ja, erstaunlicherweise haben zwei Menschen vier Hände, oder? Die meisten. Aber jetzt weißt du auch, warum sie das nicht auf der Leinwand zeigen. Du hast ja eben die Frage gestellt. Stell dir mal vor, die zeigen diese Szene auf der Leinwand im Stadion und sagen, Entscheidung, kein Elfmeter. Ja. Du weißt, was dann im Stadion los ist. Ja, aber das ist genau das Problem, glaube ich. Du kannst es nicht auf den Leinwand aufzeigen. Weil gibt es so Situationen wie zum Beispiel dem in Reutz, und wo das, die Leute das interpretieren kann. Manche sagen ja, das ist Elfmeter, manche sagen nicht. Und dann kriegst du irgendwelche Stimmung auf, die du nicht kriegst, wenn du den Videobeweis die Wiederholung nicht wieder zeigst. Das würde ja in Konsequenz heißen, dass ich, wenn ich Fußball komplett verstehen will, 90 Minuten lang, darf ich nicht mehr ins Stadion gehen, sondern muss am Fernsehen sitzen. Das kann es ja nicht sein. In der Konsequenz muss ich es abschaffen. Ich weiß nicht, wie ihr als Spieler darüber denkt. Ich war totaler Befürworter dieses Videobeweises. Mittlerweile sage ich, schaff das wieder ab. Es nervt nur noch alle Leute. Und dann lass uns emotional bleiben, diskutieren tun wir sowieso über jede Entscheidung. Also egal, wie der Video auch entscheidet ausgeht. Oder was denkt ihr als Spieler? Willst du es noch oder willst du es nicht mehr? Also ich muss sagen, manche Entscheidungen... Für euch ist es gut, ne? Ja, aber manche Entscheidungen, ich sage auch so, zum Beispiel so Tore, wo das falscherweise abseits gepfiffen werden und so, das finde ich eigentlich super, weil es ist gerecht. Aber es gibt ja immer diesen Fällen, wo das 50-50 ist, wo man immer noch interpretieren kann, ob das der eine oder der andere ist. Und dann ist es halt schwierig, auch mit Videoschiedsrichter, weil es gibt ja manche Situationen, die kannst du echt in beide Richtungen pfeifen und da wird immer darüber diskutiert. Werden. Da soll er nicht eingreifen, ne? Wenn er es nicht weiß. Ne? Es geht doch grundlegend darum. Es geht, eine klare Fehlentscheidung haben wir doch immer es gesagt. Es geht grundlegend darum, wenn ganz klare Fehlentscheidungen nachweisbar sind. Zum Beispiel, du sagtest mit Abseits oder nicht Abseits. Also Dinge, die nicht interpretierbar sind. Mhm. Dann sollte man eingreifen und dann wird der Fußball gerechter. Aber bei dieser Szene zum Beispiel, wenn ich diese beiden Elfmeter-Situationen vergleiche, Schalke gegen Borussia Dortmund oder jetzt gerade Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Da ist zweimal der Videobeweis dabei. Zweimal. Beim einen Videobeweis kann man den Elfmeter geben. Kann man. Aber bei dem anderen muss man ihn geben. Aber der ist nicht gegeben. Dann führt der Videobeweis sich selber ad absurdum, so wie er jetzt rübergebracht wird. Darüber hinaus entsteht ein großes Problem. Ein ganz großes Problem.
der Respekt den Schiedsrichtern und deren Entscheidung gegenüber, der wird immer geringer werden, denn der Schiedsrichter selber wird auch verunsichert irgendwann mal und weiß gar nicht mehr, werde ich jetzt gleich nochmal überstimmt oder nicht. Und das ist eine ganz, ganz schlimme, nicht tragische, aber schlimme Entwicklung im Fußball. Und wenn es so weitergeführt wird, macht es nicht nur die Stimmung im Stadion selber. Der Fernsehzuschauer sieht es anders, aber im Stadion selber wird eine Stimmungslage entstehen, die nicht mehr einordnerbar ist. Also der Leidtragende war gestern Eintracht Frankfurt in dem Fall. Ne? Freddy Bobic war richtig sauer. Ja, zu Recht. Ja, ich habe doch nichts anderes behauptet gerade. Wir sehen noch mal, was er gesagt hat. Die Szene macht mich fassungslos, ob man jetzt in einem Keller sitzt in Köln oder in Jerusalem. Scheißegal, wo. Da muss man das sehen. Ja, in Jerusalem weiß ich nicht genau, aber ich frage mich, was sie dabei beobachtet haben. Das ist so eine Geschichte. Wenn die natürlich waren die gerade mal nicht am Platz, getrunken dabei. Ja. Da habe ich Verständnis dafür, über das man nicht klar entscheidet. Weil es das Abendspiel war, glaubtest du, es war Kölsch im Spiel oder was? Muss ja. Da hat der Pizzamann gerade an der Tür geklingelt, da war er gerade nicht am Schirm. Das kann doch nicht sein, dass Kölsch an der Meter nicht gefiffen wird. Wir wissen gar nicht, ob da jemand war im Keller oder was. Das wird ja überprüft. Die sagen ja selbst, dass alle Strafraumszenen werden überprüft. Aber die Entscheidung liegt ja immer noch bei der Schiri, ob der das wieder anschaut oder nicht. Und dazu sagen, dass die das in Köln falsch machen, das glaube ich auch nicht. Weil die sagen wahrscheinlich zum Schiri, ja, das ist eine Fehlentscheidung wahrscheinlich, guck das mal wieder an und dann sagen, nee, ich habe das schon gesehen, alles gut. Und dann ist ja nicht die Videoschiedsrichter in Köln, sondern der Schiri, der das falsch macht. Aber wir müssen noch nach, wie lange machen wir es jetzt? Anderthalb Saisons müssen wir noch festhalten. Es funktioniert immer noch nicht. Und das in Deutschland, wo wir doch so oberdetailversessen und bürokratisch sind in all den Dingen. Und ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, wenn du sagst, man darf es nicht im Stadion zeigen. Weltweit gibt es so viele Sportarten, Rugby, Football, egal was, wo das alles über die Videoleinwand, sogar du hörst den Schiedsrichter zum Stadion sprechen, der das erklärt. Ist der Fußball so gewalttätig, dass wir befürchten müssen, dass da mehr passiert als bei anderen Sportarten? Fußball funktioniert anders. Also, ja, aber das ist nicht beispielhaft. Du kannst es nicht übertragen von American Football und anderen Dingen. Es wird nicht funktionieren. Du kannst nicht auf einer Videoleinwand das zur Debatte stellen im Stadion. Nicht zur Debatte stellen. Nein, aber es wird ja automatisch eine Debatte entstehen. Ja, aber das entsteht doch in anderen Sportarten auch. Nein, wir haben doch oft. Aber da sind die Situationen viel klarer. Hier ist es viel enger, viel temporeicher. Und nochmal, die Kameras lesen nicht alles richtig. Es gibt einen riesen Unterschied zwischen der Wirklichkeit, stehst du daneben, und das, was die Kamera dir erzählt. Steht eine Kamera im Telebereich da ganz weit weg, hat aber die Aufnahme, diesen Zweikampf, wirklich groß im Bild, dann verkürzen sich die Ebenen dermaßen, dass du denkst, die berühren sich, die beiden. In Wirklichkeit haben sie sich gar nicht berührt. Die Kamera erzählt das Falsche. Es kann passieren. Und das willst du 60.000 zeigen? Ich sage, ist doch klar. Da glaube ich jetzt, Fernsehexperte. Ein gutes Beispiel dafür. Hatten wir eigentlich nicht vorgesehen, aber ich wollte es noch mal zeigen. In Wolfsburg gestern, zwei Kameraeinstellungen. War der Ball im Aus oder war er nicht im Aus? Vielleicht können wir das mal schnell spontan zuspielen. Guck mal hier. Hier von oben die Einstellung. Sagt ihr? So, nicht im Aus. Nicht im Aus. Siehst du die Kamera von der anderen Seite? Jetzt, denkst du, der Ball ist im Aus? Ich wollte dir nur Unterstützung bieten. So, jetzt warten wir mal. So, jetzt hier von der Perspektive. Nicht im Aus. Moment. Ja, jetzt war gerade die Sekunde. Was ist jetzt? Recht. Ja, doof. Das ist kein Einzelfall. Das passiert sehr oft. Nochmal, Telebereich verfälscht. Und du kannst nicht wissen, ob es wirklich hier zu einer Berührung gekommen ist oder beispielhaft jetzt hier in Wolfsburg. Aber diese Szene. Das beste Beispiel ist ja auch bei Handspiel. Das ist genau das Gleiche. Muss ich denn dann nicht zu der Schlussfolgerung kommen, dass der Fußball für einen Videobeweis, was solche Sachen angeht, außer wenn es Tor oder nicht Tor, aus oder nicht aus, nicht geeignet ist? Nein, weil ich die Leute im Stadion auch nicht mitnehmen kann? Das musst du lesen können, deshalb erwarte ich von denen, die im Kölner Keller sitzen, diese Problematiken kennen und wissen, wann ein Kamerabild wirklich die Wahrheit liefert. Das musst du lernen, das musst du wissen. Da brauchst du Hilfe, da brauchst du Anleitung. Deshalb hat ja vieles am Anfang nicht funktioniert. Also, kurz mal durchschnaufen. Ja. Jetzt gehen wir zu Ruth. Das dauert auch gar nicht lang. Ich will an der Stelle nur gerne eben auch die Zuschauer mit reinnehmen, die ja oft dann eben in den Stadien sind und da einfach auch mal die Frage übernehmen und sagen, halten Sie den Videobeweis in der Form eben dann noch für sinnvoll? Also gerne bei unserem Live-Voting mitmachen. Wir sehen ja schon, wie sehr dieses Thema die Runde oder die Gemüter der Runde erhitzt. Ich nehme an, dass Sie gestern auch teilweise vor den Fernsehern gestanden oder gesessen haben und die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Hier sehe ich auch schon unter dem Hashtag Dopa einige Tweets, wo es dann eben heißt, ja, eigentlich macht das schon gerechter, aber es ist nicht transparent genug. Und ich glaube, um diesen Punkt drehen wir uns immer wieder, dass es eben einfach viele Zuschauer sich da alleingelassen fühlen. So, Josef, jetzt gucken wir noch mal auf Handspiel, weil du es eben schon mal angesprochen hast.
Zwar gab es gestern diese Situation. Ich finde das mit dem Handspiel ja auch sehr, sehr tricky. Wir sind wieder in Wolfsburg gegen Hoffenheim. Kommt gleich noch meiner Zeituhr, macht euch keine Sorgen. Ich mach nicht mehr mit. Du machst nicht mehr mit? Okay, ja, du bist ich sehe schon jetzt, dass das schon mal gepfiffen, so eine Szene gepfiffen würde. Gut. Jetzt. Ja, aber. Ist halt schwierig, muss ich sagen, weil der dreht sich weg. Klar, der kriegt einen Vorteil daraus. Den ist schon, wie gesagt, ist schon mal gepfiffen worden, so eine Szene. Genau eine Woche zuvor nämlich. Ja? Gegen Schalke in dem Fall. Für Hoffenheim. Wir erinnern uns, Žipka war es dann. So, hier. Ist ungefähr die gleiche Entfernung, oder? Seht ihr das anders? Gibt es da einen Unterschied in der Szene? Also bei Hand muss man sagen, wir reden ja beim Videoassistenten von klaren Fehlentscheidungen. Und das schließt sich beim Hand schon fast aus, denke ich, weil es fast immer interpretierbar ist. Also da einzugreifen, ist Wahnsinn, wirklich. Das ist... Also ja. Dann kann man auch sagen, dass Belfodil eigentlich erstmal den Hand drauf hat und da eigentlich der anderen Handsituation gar nicht gegeben werden müssen, weil das ist ja auch ein Spiel. Also was wollen wir machen? Grundsätzlich, wenn Hand ist, es Hand. Ganz einfach? Also für mich ist das eigentlich der einzige, entweder das oder der Gegenteil, ein von beiden, weil das ist halt immer noch der... Kennst du die Handregel? Genau. Ihr kriegt ja immer so eine Schiedsrichterschulung, ne? Ja, aber die Regeln sind ja nicht ganz klar. Und das ist was halt haben die euch erzählt vom Beginn der Saison? Es ist eine Verschärfung. Die zeigen ja wahrscheinlich 10, 15 verschiedene Szenen über das Handspiel und sagen ja so und so. Und dann wird es im Spiel dann anders gepfiffen. Aber ach, wisst ihr was? Da bleibt doch nur eins. Weil du kriegst ja die Einschulung und sagen ja so und so. Wird darüber wird so entschieden, aber dann kommt immer noch der Videobeweis dazu und dann kriegst du ja nochmal einen anderen Bildwinkel und einen anderen Geschwindigkeit beim Bild und da also ich wird sag, es dann anders. Ich sage auch eins, wir können nur eins tun im Moment, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja. Wir machen einen Spot, dann sind wir wieder da. So, da sind wir wieder. Jetzt kümmern wir uns um RB Leipzig. Die waren drauf und dran, Dortmund-Verfolger, nicht Bayern-Verfolger, Mann. Nummer 1 zu werden. Aber stattdessen gab es gestern diese 0-3-Klatsche in Freiburg. Die zweithöchste Bundesliga-Niederlage für euch. Du hast 34 Zweikämpfe gehabt und 6 Torschüsse und konntest das Debakel trotzdem nicht verhindern. Ralf Rangnick kann es nicht fassen. Die Auswärtsschwäche seines Teams verdirbt einmal mehr die ansonsten positive Bilanz dieser Vorrunde. Das 0-3 in Freiburg, schon die dritte Auswärtspleite in Folge. Leipzig ist auswärts grauer Durchschnitt. Dass die Mannschaft nach dem Rückstand sich ein Stück weit hat heute auch hier beeindrucken lassen, dass wir relativ wenig direkte Duelle für unsere Verhältnisse gewonnen haben, stimmt. Spurensuche. Der Kader ist mit nur 20 Feldspielern relativ klein. Aber warum wirkt sich das nur auswärts negativ aus? Im eigenen Stadion ist RB eine Macht. Torgarantie in der Offensive, Pressing total, kaum Gegentore, die beste Defensive der Liga und mit Gulaschi, ein Torhüter, der regelmäßig weiße Westen sammelt. Auswärts dagegen steht die Null eher selten. Aber im Moment ist es schon so, dass wir in solchen Spielen, wo es halt eher über den Fight geht und wo es jetzt nicht unbedingt darum geht, von vornherein einen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern wo wir einfach gegenhalten müssen, wo wir auch physische Präsenz zeigen müssen, dass wir uns da schwerer tun. Leipzig zeigt regelmäßig zwei Gesichter. Und das Auswärtsgesicht kann Rangnick nicht gefallen. Auch in der Europa League droht das Ausscheiden, weil man in Glasgow und Salzburg verloren hat. Und in der Bundesliga wird man sich kaum nur mit Heimspielen in der Spitzengruppe halten und für die Champions League qualifizieren können. Wir fragen, warum läuft der Rasenball nur daheim rund, Herr Paulsen? Ja, wir sind heute sehr innovativ, wie du merkst. Das sehe ich gerade. Was war denn gestern los? Gestern war so ein Tag, wo es einfach nicht läuft, wo halt viel zu viele Spieler ihre Leistung auf höchstem Niveau nicht hochgebracht haben. Und dann verliert man Hand verdient so in Freiburg 3-0.
Warum tut er euch so schwer gegen solche Mannschaften wie eben Freiburg, die sehr dagegen halten, die auch sehr laufstark sind? Die sind 6 Kilometer mehr gelaufen als ihr. Das ist eher ungewöhnlich, ne? Das ist eher ungewöhnlich, aber vielleicht genau daran liegt es, dass wir halt gestern auch viel zu wenig gelaufen, viel zu wenige Zweikämpfe geführt haben oder auf jeden Fall gewonnen haben. Und ich glaube, wir haben in der zweiten Halbzeit und in der ersten Halbzeit eigentlich auch keinen einzigen zweiten Ball gewonnen. Und was war so der Knackpunkt für dich? Klar, der Elfmetersituation war natürlich unglücklich kurz vor der Halbzeit. Wenn du in der Halbzeit mit 0-1 gehst, dann sieht es wahrscheinlich anders aus. Aber wie ich auch gerade am Anfang gesagt habe, das lag eigentlich nicht daran, dass der Elfmeter, sondern dass wir einfach ein schlechtes Spiel abgeliefert haben. Und da müssen wir halt gucken, dass wir speziell auswärts nicht so auftreten, wie wir in Freiburg aufgetreten haben. Haben wir schon besser gemacht. Wir haben in Hertha super gespielt, wir haben in Hoffenheim super gespielt. Und da also Punkte. Ihr könnt es eigentlich, ne? Wir können das, aber in Freiburg haben wir ab und zu mal Probleme. Das haben wir letztes Jahr auch gehabt. Komm, dann handeln wir die Szene nochmal ab, die du gerade beschrieben hast. Hatten am Anfang der Sendung schon mal, der Elfmeter, der dann zum 2-0 geführt hat. Ich hatte gestern das Gefühl, über außen wart ihr verdammt oder ein bisschen anfällig, kann das sein? Verdammt will ich nicht sagen, aber... Ja, wir waren schon anfällig über außen. Mhm. Die haben das auch gut gemacht, viele Verlagerungen gespielt. Wir haben eben... Nee, das ist natürlich ärgerlich. Guck mal, der kommt ja nie an den Ball, ne? Ja. Kollege Franz. Genau. Ja, wenn du eine Wiederholung siehst, dann kann man das mal pfeifen. Kann man das mal pfeifen, ja gut. Ja, oben und unten, du weißt auch als Stürmer oder als Angreifer. Ja, also ich hätte mich wahrscheinlich auch aufgeregt, wenn so eine Szene ging, wenn Upamecano mich so umgerissen hat oder einen anderen Verteidiger mich umgerissen hätten im 16er, dann hätte ich mich auch aufgeregt und wollte eigentlich Elfmeter, aber der Ball kommt ja gar nicht zu ihm, der landet beim Torwart. Unnötig von der Innenverteidiger so zu machen, den Schiri überhaupt in Möglichkeit zu geben. Und ja, muss man clever machen. Also ihr wart schon 0-1 im Rückstand. Schauen wir uns das auch noch mal an, das Gegentor, das erste. Ich habe gesagt, über die Außenpositionen. Ihr werdet eigentlich ausgekontert, ne? Ja. Oder? Hier, du läufst da auch so mit erst. Sag ich mal vorsichtig. Oder warst du das nicht? Doch. Ich muss eigentlich den Konter unterbrechen. Falls mich auch geärgert mache. Zur Not auch ein taktisches Foul? Wo man nochmal drauf schauen. Aber gut, da gab es trotzdem noch Möglichkeiten, das später zu klären. Da ist er. Hier. Mhm. Und dann seid ihr eigentlich in Überzahl. Guck mal, oder? Ja klar, das ist halt auch unglücklich. Der Piet hält ihn gut, aber der landet genau vor dem Fuß oder vor dem Außenriss von Petersen und der geht mit Spin über den Kopf. Ein grandioses, typisches Petersen-Tor, muss man auch mal sagen, den da noch so rein zu pölen. Er darf den gar nicht volltreffen, ne? Nein, dann würde er nie reinkriegen. Guck, wie der den so rüberschnippelt über den Außenriss. Das ein echtes Petersen-Ding. Das sind so Mittelstürmer, ne? Lewandowski hatte gestern auch so ein Ding, ne? Wo der Ball von der Latte kommt. Den wollte er eigentlich stoppen, glaube ich. Und dann ging er. Oh, der ging ins Tor. Darf ich eine ganz andere Frage stellen? Immer raus. Dieses damit. Phänomen Freiburg, dieser Platz, dieses besondere Stadion. Ich meine, das ist ja fast quadratisch, wenn man sich das anguckt. Eine Länge von knapp 90 Metern, eine Breite, die nicht aufhört. Sind 1,5 Meter nur Unterschied übrigens. In der Breite. Fast quadratisch der Platz, ne? Ja, ja, ist richtig. Aber ist das so ein besonderes Stadion? Ist, wenn man da rausgeht, denkt, hier ist alles anders? Ist schon speziell, klar. Ich stand auch vor dem Spiel mit den Ibo Konaté und sagen, guck mal an den Leinwand dran. Der Platz geht so nach oben in die eine Richtung. weil das ist halt das so. Das kannte Konaté noch nicht. Du musst in Freiburg. Aber hast du ihm gesagt, warum das so ist? Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber damit das Wasser besser abläuft, wenn es regnet. Ach so. Dann habe ich jetzt auch was Neues gelernt. Haben wir das euch damals erzählt? Ja. Aber es macht man. Und du wolltest sagen, ich habe es auch noch geglaubt. Ich habe es auch noch geglaubt. Ne? Kennst du das nicht, dass die Plätze... Ich wollte wissen, wer es hier erzählt hat. Normalerweise aber macht das was mit einem, wenn man da rausgeht und sagt, ey, guck mal, was ist denn das hier? Klar, das bewirkt natürlich auch das Spiel, wenn der Platz nicht so lang ist, dann hast du weniger Tiefe, das ist ja klar. Und der Spiel wird kompakter und die Abstände zwischen Abwehr und Verteidigung wird dann noch enger. Und das war auch unser Problem gestern. Wir haben sehr, sehr wenige Szenen gehabt, wo wir halt vor die Kette uns aufdrängen könnten und unser Stürmer in die Tiefe schicken können, wo wir eigentlich am besten sind. Und klar, das macht natürlich einen Unterschied. Spiel lieber Nou Camp.
Weißt du, wie groß der Platz da ist? Ich weiß, 110 Meter Länge oder was so ungefähr. 120. Das sind eigentlich zwei Plätze. Also da leuchtet dir ein Wolf, das sage ich dir. Aber das konnte die als Bayern immer ganz gut. Woran liegt es denn, dass auswärts der Wurm drin ist momentan? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und ich würde sagen, wir wissen das natürlich auch selber nicht ganz. Klar, wir müssen also gestern, das Spiel gestern müssen wir auch erstmal durchgucken, analysieren und gucken, was wir da falsch gemacht haben. Eines war das Mentalität, fand ich. Das andere war die Bereitschaft, um alles zu geben, weil wir sind keine Mannschaft, die mit 90% ein Auswärtsspiel in Freiburg gewinnen können. Dann müssen wir halt mit vollem Dampf 100% reingehen und das haben wir gestern nicht gemacht und dann verliert man. Eigentlich schade, weil es eine Riesenchance war, ne? Sich da oben festzusetzen. Wir reden gleich noch weiter, auch über dich natürlich, falls Sie es noch nicht wussten. Du hast ja mal eine WG gehabt, ne? Mit? Ja, so kenne ich. Ja, und der hat Folgendes gesagt, das war nicht so ganz einfach mit dir. Der Lucy, hat so ein bisschen Lebensfreude in die Bude gebracht, hat auch mal ganz gerne was gekocht. Ja, hat immer Spaß gemacht, wenn man was los in der Küche, wenn er da drin war, da hast du gedacht, da hat eine Bombe eingeschlagen. So, was du also gekocht hast, was ihr sonst zusammen erlebt habt. Persönliche Sachen von Yusuf Paulsen gleich vorher. Die Chance nochmal, kurz vor Weihnachten, 200.000 Euro für Sie. Machen Sie mit, viel Glück. Hi von Arno Bent, live aus dem Hilton-Hotel am Münchner Flughafen, Bayern-Check 24, Doppelpass. Also, Leipzig verliert gestern 0:3 in Freiburg. Gucken wir uns das letzte Gegentor auch noch an, ne? Nützt ja nichts, oder, Josef? Also lieber nicht, aber für die Zuschauer dann sicher. Kannst ja weggucken, nee. Diesmal über die andere Seite, ne? Und was läuft da wieder schief? Wieder vor allem, ne? Ei, in der Mitte. Ja. Ich sag einfach, haben nicht aufgepasst. Erstmal gute Flanke, guter Laufweg im 16. Sonst frage ich Peter, der kann es. Soll Peter es mal beantworten für dich? Ist einfacher. Komm. Man vergisst bei den ganzen Geschichten, ob Fehlverhalten Leipziger Seite, ja oder nein, lassen wir mal außen vor. Aber das machen die Freiburger hervorragend. Hm. Die ersten beiden, der Elfmeter, den man geben kann, keine Frage. Auch Dummheit wird ab und zu mal abgepfiffen. Hm. Aber der kommt aus einer Kontersituation und da kann man sich überlegen, ob die taktische Verhaltensweise da die richtige ist. Lukas Klostermann, der andere Außenverteidiger, stehen sehr, sehr hoch. Und wenn man weiß, wie Freiburg spielt, dass sie sehr, sehr konterstark sind, laufstark sind, sehr, sehr gut umschalten, dann läuft man natürlich Gefahr, gerade auswärts da auch mal in Konter zu laufen. Das ist zweimal passiert. Und jetzt kommt eine Situation auf, eine Flanke von der rechten Seite, die man eigentlich verhindern sollte, aber das kann immer wieder vorkommen. Aber was da auf dem zweiten Pfosten passiert, das darf einem erfahrenen Abwehrspiel eigentlich nicht passieren, dass im Rücken weg zum Kopfball kommt. Das war dann auch keine Verteidiger, das war ja Sabitzer, der mit nach hinten ist. Ja, in der Situation sollte jeder verteidigen können. Und das macht ja im Prinzip die große Klasse teilweise von Leipzig aus. Man spricht immer davon, die beste Abwehr. Nein. Er hatte ganz lange Zeit das beste Abwehrverhalten. Das Abwehrverhalten der gesamten Mannschaft war hervorragend. Aber in der Situation, da ist egal, wer wo steht, das Abwehrverhalten mehr als mangelhaft. Und der Gegner hat es hervorragend ausgenutzt. Sabitzer hat mich ein bisschen an Paul Breitner gestern erinnert. Weißt du warum? Der hatte auch die Stutzen immer so weit unten. Hast du das mal gesehen, früher, wie er gespielt hat? Ist der Kader vielleicht doch zu klein? Finde ich nicht, ne. Weil ihr habt ja ganz früh angefangen, haben wir schon gesagt, Europa League Quali und so weiter und so fort. Du hast eben gesagt, 2,5-fach Belastung oder 3-fach für dich zum Beispiel? Also 4-fach, dann, wenn du sagst, dass... 4-fach, dann wenn im Pokal weiterkommt, bis ins Endspiel. Habt ihr 4-fach. Du auf jeden Fall. Okay. Richtig. 4-fache Belastung. Also, der Kader zu klein. Also du bist ein Finalteilnehmer, kennen wir das ja. Ist der Kader bei der 4-fach Belastung zu klein? Ja. So, jetzt habe ich es endlich. Also ich finde es nicht, weil, wie gesagt, 18 Feldspieler haben wir, die sind alle einsatzfähig und haben alle sehr, sehr hohe Qualität und es gibt keine, wo man sagt, ja, den würde ich nie einsetzen, zum Beispiel bei Schalke, dann ist er Täuscher, die haben keine Stürmer zur Verfügung und der spielt trotzdem nicht. Dann ist er in eine Stelle, wo du halt sagst, ja, warum hast du den eigentlich überhaupt im Kader, wenn er gar nicht in solche Fälle nicht spielen werden und bei uns hast du die Fälle einfach gar nicht, weil du hast halt 18 Feldspieler, die alle zum Einsatz kommen und alle von Anfang an gespielt haben in dieser Saison und auch werden der ganze Saison durch, weil die haben alle Qualität genug, um in der Startelf zu stehen. Bei Schalke hatte der Trainer eine Idee wahrscheinlich daran nichts. Europa League läuft ja auch nicht so dolle, ne? Wie kann man gegen den kleinen Bruder verlieren? Weil die gut sind. Warum seid ihr nicht besser? Waren wir halt in die zwei Spiele nicht. Also sagen wir, zu Hause haben wir eine schlechte erste Halbzeit
gespielt, kommt dann zurück in der zweiten Halbzeit und ging dann noch ein Kontertor. Und was wir da in der ersten Halbzeit dann abgeliefert hat, es war noch schlimmer als jetzt in Freiburg. Und dann verlierst du halt so ein Spiel. Und das zweite war ein 1-0, da haben wir auch, ja, ein enges Spiel, hat ja auch 0-0 ausgehen können oder 1-1. Und auswärts in Salzburg, die letztes Jahr auch in der Halbfinale Europa League gespielt haben, ist halt so. Und die sind auch verdient Erster in unserer Gruppe. Also eine kleine Chance habt ihr ja noch, ne? Ihr müsst gewinnen, Salzburg muss gewinnen. Hast du schon angerufen unten? Ich kenne keine unten. Ach so, die Spieler von Salzburg kommen immer zu Leipzig, so ist es, ne? Nicht umgekehrt, oder? Genau. Aber Dreifachbelastung reicht ja auch dann nächstes Jahr, ne? Ja. So, Ruth, du hast noch was. Ein paar Zahlen habe ich und auch ein paar schöne private Details. Fangen wir erstmal mit dem Sportlichen an. Also man muss das Spiel gegen Freiburg wirklich ein bisschen ausklammern, denn eigentlich läuft die Saison von Jusuf Paulsen richtig, richtig gut. 6 Tore hat er schon gemacht, damit jetzt schon seine persönliche Saisonbestmarke geknackt. Und das liegt auch wirklich am System von Ralf Rangnick. Das passt einfach perfekt und er passt perfekt dazu. Das findet Rangnick selber auch, haben wir das Zitat auch für Sie vorbereitet. Also wenn wir dann auf gestern gucken, ist es tatsächlich so, dass er auch da ziemlich viel geackert hat und die meisten Zweikämpfe bestritten, war auch an 6 Torschüssen beteiligt. Aber auf das 7. musste noch ein bisschen warten. Wobei, interessant, kleiner Funfact an der Seite, immer dann, wenn Jusuf Paulsen trifft, gewinnt Leipzig auch. Also gestern war das nicht der Fall und wir haben uns ein bisschen auf deinem Instagram-Account umgeguckt. Das heißt, du teilst auch gerne mal ein paar private, ja, Details mit. So, hier auf einem kleinen Pikto. Also, kommst aus Dänemark, hast da in Kopenhagen eben auch viel Zeit verbracht in deiner Jugend und, das finde ich sehr interessant, 2 Cafés dort, also bist Besitzer von 2 Cafés, wenn jemand mal in Dänemark, in Kopenhagen unterwegs sein sollte. Außerdem, das Haarband ist der Glücksbringer heute anscheinend nicht mit dabei und interessant natürlich eben auch bei Leipzig, diese WG mit Joshua Kimmich. Wir haben einen kleinen Auszug schon gehört. Jetzt wollen wir Kimmich mal noch in Gänze hören, was er dazu sagt zum Zusammenleben. Die Zeit in Leipzig war überragend, gerade mit Yusuf zusammen in der WG. Es war eine unglaubliche Zeit. Der Yusuf ist ein Wahnsinnstyp. Ich vermisse ihn auch. Können Sie mich ruhig mal hier in München besuchen kommen. Ich glaube, den Yusuf habe ich in der ersten Hälfte des Tages habe ich ihn gar nicht gesehen. Da war er eher derjenige, der ausgeschlafen hat. Ich würde sagen, dass ich eher der ordentliche Typ war, der mal durchgesaugt hat. Der Jussi hat so ein bisschen Lebensfreude in die Bude gebracht, hat auch mal ganz gerne was gekocht. Was gab's da? Er hat oft so Burritos gemacht oder irgendwelche Nudeln mit irgendeiner Soße, die er sich da hat einfallen lassen. Mit Garnelen hat er gern gemacht, genau. Er hat immer Spaß gemacht, war immer was los in der Küche, wenn er da drin war, da hast du gedacht, da hat eine Bombe eingeschlagen. So, Langschläfer und irgendeine Nudel mit irgendeiner Soße. Ja. Hast du einfach alles zusammengekippt, was in der Küche so war? Oder? Ja, also weil wir so gut am Einkaufen waren wir damals nicht. Also von daher müssen wir so ein bisschen improvisieren und gucken, was da so zusammenkommen konnte. Jetzt sieht er ein bisschen anders aus. Wir haben jetzt auch. Zu der Zeit gab es nicht so viel Essen beim Trainingszentrum, wie das zum Beispiel jetzt gibt. Also jetzt muss ich weniger kochen als damals. Und weil du gedacht hast, so, ich mache jetzt mal 2 Cafés auf, damit ich nicht mehr kochen muss, oder? Du bist auf die Idee gekommen. Ich habe das ja mit 2 Kumpels zusammen. Die machen halt die geschäftliche Sache vor Ort und arbeiten halt da auch jeden Tag. Ich bin halt mehr so im Hintergrund und bei größeren Entscheidungen dabei. Ich kann natürlich den Alltagsgeschäft gar nicht dabei sein. Und ja, also wir sind vor 2,5 Jahren geöffnet und das erste Jahr direkt zum Beste Café Kopenhagen gewählt worden und es läuft ganz gut. Ja, das ist doch wunderbar. Bei dir läuft es auch gut diese Saison. Ralf Rangnick hat es gerade gesagt. Ist vielleicht die beste Phase, die du in Leipzig hast bisher? Ja. Woran liegt's? Was hast du gemacht? Hast du irgendwas geändert? Ernährung vielleicht? Ernährung auch. Fällt mir ganz spontan ein. Klar. Ernährung auch. Klar, ich werde auch älter und wissen auch, wie ich mich da auch. Also, ich bin in der besten Form. Wie ich auch gesagt habe, ich habe fast 25 Spiele gemacht seit August und bin immer noch topfit und habe keine Verletzung gehabt, keine Schmerzen gehabt, keine Spiele, wo ich sage, da konnte ich nicht spielen, außer einen in Celtic, wo ich halt ein Nervenrücken eingeklemmt ist. Das kann mal passieren. Ja. Aber sonst ist muskulär gar keine Probleme. Das hatte ich noch
nie, glaube ich, dass ich eine halbe Saison nicht irgendwie kleine Hintern-, Oberschenkelmuskeln sich ein bisschen gerissen hat oder gezerrt hatte. Und ja, da bin ich auch älter geworden und passt besser auf mich auf jetzt. Und deswegen bin ich auch in sehr, sehr guten Form geworden. Mhm. Bist älter geworden, auch vielleicht ein bisschen reifer, wie du gesagt hast. Übernimmst deswegen auch eine Führungsrolle jetzt in der Mannschaft? Ja. Auch nach außen hin? Hast du dann, sagst ja auch mal, wenn es nicht so gut läuft, ja, was besser werden muss, hast du dir eben auch gesagt, Mentalität hat nicht gestimmt, Einstellung vielleicht manchmal nicht. Ja, also ist das auch ein Reifeprozess, den du durchgemacht hast? Ja. Und inwiefern hat der Trainer dich da unterstützt? Also ich muss sagen, ich habe das selber ein bisschen genommen. Klar, der Trainer, ja. Ich kenne ihn jetzt auch eigentlich seit 5,5 Jahren. Und der, du kennst ihn was? Ich kenne ihn jetzt seit 5,5 Jahren. Also jetzt reicht es aber auch dann, oder? Was sagen? Nee, also wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis miteinander. Und der weiß auch, dass es zu mir liegt, diesen Rolle zu übernehmen, und das hat nur ein bisschen Zeit gedauert, weil ich bin ja erst 24, also von daher muss man erstmal auch ein bisschen Erfahrung haben, ein bisschen Erfahrung kriegen, bevor man das auch machen können und bevor man dann auch die Glaubwürdigkeit auch haben mit der Mannschaft. Wenn du als 19-Jähriger so hingehst, hat Joshua Kimmich übrigens auch in Leipzig probiert, da hat die ältere Spieler erstmal gesagt, ja, sich mal hin, kleine. Wie heißt du nochmal? Genau, das ist so in der Art, aber das liegt auch brutal zu seinem Charakter so zu machen, und hat er auch seit er in Leipzig eigentlich so gemacht, und das liegt in meiner Mentalität auch drin. Liegt dir der Stil, den Ralf Rangnick spielen will, ganz besonders? Das liegt mir sehr gut, muss ich sagen, und genau zu meiner Spielart, glaube ich, habe auch. Wie würdest du den beschreiben? Ja, also das, klar, das liegt natürlich auch daran, dass er halt sehr, sehr viel für mich, von mir hält und mir auch sehr viel Vertrauen gibt. Letztes Jahr war nicht so der Fall. In meisten der Saison auf jeden Fall, in der Rückrunde war das nicht so der Fall. Und dann, wenn du diesen Vertrauen von der Trainer kriegst, dann spielst du einfach besser. Das ist einfach so, weil da hast du mehr Ruhe, du hast mehr Selbstvertrauen, und dann läuft es auch ein bisschen besser. Aber jetzt kommt im Sommer ein neuer Trainer, ne? Das stimmt. Julian Nagelsmann, hast du schon mit ihm telefoniert? Die Frage habe ich schon mal gekriegt, und ich muss sagen, ein Interview vor ein paar Tagen. Also ich muss sagen, klar habe ich das nicht mit ihm telefoniert. Warum denn? Der ist Trainer bei einem anderen Verein. Soll ich auch mit Tedesco mal telefonieren? Oder? Würde helfen aktuell, ja. Wäre für die heutige Sendung ganz gut gewesen, wenn du mit ihm mal telefoniert hättest, muss ich an der Stelle sagen. Na gut, ich habe das schon mal erlebt, dass ein Trainer sich. Also ich finde es sehr, sehr gut. Mit Ottmar Hitzfeld habe ich zum Beispiel mal erlebt. Er hat dann im März gesagt, komm, wir treffen uns mal, und also wollte wissen, was bei Bayern los ist. So. Also ich noch nicht, und ich finde es auch gut so, weil der ist Trainer bei einem gegnerischen Verein. Da muss er erstmal sich auf das konzentrieren, und dann im Sommer kann er mal mit uns spielen. Kann er zeigen, was er kann, oder genau. Was an der Stelle. So, Sonntagsspiele haben wir auch noch übrigens. Sarah Valentina gibt Ihnen alle Infos und die Quoten zur Partie Gladbach gegen Stuttgart. Machen wir den noch. So, vielen Dank, Sarah Valentina. Holger, du hast noch eine Frage an Josef? Die hat sich mir eben gestellt, als wir beim Thema Videobeweis Handspiel waren, wenn wir hier so in lockerer Runde zusammensitzen. Denkt man als Stürmer schon mal ab und zu daran, in einer ausweglosen Situation, jetzt versuche ich dem Gegenspieler einfach mal in Richtung Hand zu schießen? Oder gibt es Trainer, die das trainieren, die das vorgeben, oder Mitspieler? Weil wir haben ja so Situationen schon gesehen, wo man denkt, der Arm hängt einfach runter und man schießt dran, kriegt einen Elfmeter. Die Verlockung ist doch da, oder? Ich habe erst mal gedacht, du wolltest zum WM mal fragen, weil da habe ich auch Handelfmeter gegen mich bekommen. Also das ist gut. Andere Frage. Nee, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich Spieler, die so daran denken. Klar, gibt es eine Situation, wo du halt keine andere Möglichkeit haben, dann glaube ich schon, dass manche darüber denken, ja, dann schieße ich dann lieber auf eine Hand drauf oder halt probieren. Ich glaube, es gab auch eine Szene mit Mainz, glaube ich, vor ein paar Wochen, wo das halt genauso war, wo man denkt, ja, der Ball geht eigentlich irgendwo hin. Das war gar nicht ein Torschuss, sondern irgendein Versuch, irgendwie was rauszuholen. Und ich glaube, das machen wahrscheinlich manche. Ich habe das nie überlegt. Ich habe aber nie in eine Szene gewesen, wo das halt nötig wäre. Peter grinst gerade ein bisschen, weil der hat das früher immer trainieren lassen. Die Hand anschießen lassen. Ja, und so, weil das war sein Erfolgserlebnis. Das halte ich persönlich für fachlich der größte Schwachsinn, den es gibt.
Also jeder Stürmer, jeder, der in der Position ist, möglicherweise abschließen zu kommen, kommt auf jede Idee. Aber mit Sicherheit nicht auf die Idee, den Gegner den Ball gegen die Hand zu spielen. Also wenn man darauf eine Trainingseinheit verschwendet, dann sollte man besser ein Bier trinken gehen. Also. Bravo. Ein Aufhör mit dieser Stürmer. Das ist auch okay. Bis auf einen haben wir noch. Wir haben gerade über deine neue Führungsrolle ein bisschen gesprochen und dass du auch einigermaßen beliebt in der Mannschaft bist. Einigermaßen sage ich deswegen. Ja, weil wir haben auch mal Willi Orban gefragt. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Das ist ein kleiner Makel. Man kann eigentlich nichts Negatives über ihn sagen, außer dass er vielleicht die Mitspieler ja, beim Pokerspielen das Geld aus der Tasche zieht. Ja, macht er das? Das macht er sehr gerne und macht er sehr gut. Also wie oft hast du ihm Geld abgenommen? Der war ja richtig so. Willi nur einmal. Also wir spielen nicht der so oft. Der spielt nicht mehr mit dir, ne? Wir spielen nicht so oft Poker. Wir haben das, ich glaube, beim vorletzten Auswärtsfahrt wieder mal angefangen. Sonst ist es 2-3 Jahre her, bevor wir dann das letzte Mal gespielt haben. Und ich habe halt die 2-3 Mal, wo wir dann gespielt haben, die letzten 4-5 Wochen, habe ich dann jedes Mal gewonnen. Ich bin halt danach zwei Cafés aufmachen. Genau. Sind wir dürfen die Jungen da mitspielen, die Neuen? Oder wie macht ihr das sprachlich überhaupt? Wir haben 4 Franzosen, 2 Südamerikaner, dann glaube ich Portugal ist auch noch. Ein Dänen. Ein Dänen, genau. Ein Dänen, der aber sprachlich natürlich alles kann. Ja. Wie wird da geredet bei euch? Ich meine, da sind zwei junge Typen da hinten in der Innenverteidigung, sind 18, 19. Französisch ist jetzt Amtssprache in Leipzig? Ist es nicht. Nee, klar, wir haben Dolmetscher dazu, ja. Die halt übersetzen. Und die meisten verstehen auch Deutsch. Also die wissen schon, um was es geht. Die haben Upamecano halt und Konaté, die können jetzt schon Deutsch verstehen. Ja, also der Upamecano ist jetzt auch erstmal in Salzburg und jetzt bei uns. Und da war 2 Jahre bei uns, 1 Jahr in Salzburg, also 3 Jahre in Deutschland. Dann kommt man auch, oder in ein deutschsprachiges Land, dann kann man natürlich auch verstehen. Der redet auch einigermaßen Deutsch, kann sich verständlich machen. Mhm. Und ich denke gerade wie an Favre, Entschuldigung. aber französischer Akzent wird immer geliebt. Ja, immer geliebt. Nee, aber die kommen ganz gut hinterher. Die haben auch Fliegtermine, um Deutschstunden zu lernen, Deutsch zu lernen, weil das ist halt wichtig. Ja. Und das ist gut für die Integration. Das ist gut für die Mannschaft, dass die halt auch mitkriegen, wenn da irgendwelche Sachen gesprochen wird, auch was in Kabine passiert. Mhm. Weil die Kabinestimmung muss man auch erstmal dann lernen, weil da kommt auch einige Sachen zusammen, dass halt auch ein Team bildet. Am also Ende. Ich würde sagen, das erklärst du uns nächstes Mal, was bei euch in der Kabine so passiert. Ist das in Ordnung? Da wird Französisch auch gesprochen, weil die kommen halt langsam ein bisschen her. Ich weiß jetzt nicht, wie ich zu den Bayern kommen soll. Peter, vielleicht kannst du mir. Sieh klar. Ribéry. Die Französischen sprechen genau. Mittlerweile auch Deutsch können. Über Ribéry, der das dritte zum Tor Beispiel. Gemacht hat. Vielleicht schauen zum wir uns Beispiel. Das einfach mal an. 3-0, also gestern gegen den Club. Kommt gleich. Peter, kannst du analysieren? Welche Szene sehe, ja. Ja, guck mal hin. Also frühzeitiges Anlaufen, das, was wir immer gerne sehen als Trainer. Und dann? Den Gegner zum Fehler zwingen und dann eben versuchen, den Fehler auch auszunutzen, was sie hier in großartiger Form machen. Natürlich sehr glücklich, aber da muss ein Stürmer stehen. Ribéry schließt ab. Und wir haben den Fehler, den schlechten Spielaufbau ausgenutzt, sind frühzeitig angelaufen und haben. Ich dachte, da ist natürlich eine Fehlerquelle, die ist unglaublich. Ja, es ist unfassbar. Ja, denn gut, dass du es das jetzt sagst. Ich dachte schon, da muss ein Stürmer stehen. Wir haben noch kein Geld gesammelt. Da muss ein Stürmer stehen. Wunderbar. Das ist nur mal, für diese Kleinigkeit habe ich nicht gehört, oder wie? Keine Rotation mehr bei den Bayern. Was heißt denn das? Reinhold. Hm? Kleine Veränderung, aber wir haben doch eben das Beispiel, ich meine, das lässt sich doch gut übertragen und eine Brücke auch zu Leipzig bauen. Wenn ich da so junge Spieler sehe, 18, 19 in der Innenverteidigung, die französische Innenverteidigung, nehmen wir das mal als ein Beispiel, Upamecano und Konaté. Ja. Ich sehe so ein Entdecken bei den Bayern überhaupt nicht, dass man irgendwo auf dem Transfermarkt junge Leute irgendwo zieht und sagt, die präsentieren wir jetzt, das ist weg bei den Bayern, das ist gar nicht mehr da. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied, auch nehmen wir da mal jetzt die Transferpolitik der Dortmunder, die so gelungen ist, das ist das, was bei den Bayern fehlt. Mhm. Ein natürlicher Wettbewerb, der von unten kommt, von einer jungen Generation. Ja, wo du gerade Innenverteidiger ansprichst, Michael, Mats Hummels, 6-mal auf der Bank. Das ist ein Zeichen, Meister, ne? Ja. Das ist ein Zeichen, ne? Er einer so ein bisschen, der so ein bisschen
hinten runter. Also von der Spieleröffnung halte ich ihn immer noch für einen exzellenten Spieler, was Tempo und sowas angeht. Gab es zuletzt ja auch schon bei der WM einige Probleme. Das gleiche gilt ähnlich auch für Boateng. Also da muss der Umbruch jetzt stattfinden. Und mit Süle ist da jemand, der das sehr gut auch lösen kann. Und vielleicht reicht das nicht ganz. Ne? Aber klar, ist das ein Zeichen. Spielst du gerne gegen ihn? Hummels, Boateng oder Süle? Ach, suchst du dir aus, wen wir haben. Manchmal hat man ja so einen Lieblingsgegenspieler. Ja, am liebsten nicht Süle, weil der ist sehr, sehr stark im Zweikampf. Oh, und, da läufst du gegen so einen Betonpfeiler, oder was? Ja, genau. Okay. Habe ich schon oft genug gegen ihn gespielt, auch beim Hoffenheimer Zeiten. Also der ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger, finde ich. Mhm. Die anderen sowieso auch, aber klar, wie du auch sagst, also ich spiele gerne lieber gegen Hummels, weil dann weiß ich, dann kann ich den Rücken einlaufen und habe halt Tempo-Vorteile gegen Süle. Okay. Es ist halt ein enger Geschickter und ich glaube, mein Sturmpartner Timo würde wahrscheinlich genau das Gleiche sagen, weil da hast du halt deine, und speziell auch, wenn du gegen Bayern spielst, wenn du siehst, die pressen da hoch und du hast dann die Möglichkeit, in einen Abwehr oder einen Innenverteidiger in die Rücken zu laufen, dann ist machst du es lieber bei einer, der langsamer ist oder einer, der schnell ist? Ja, ich meine, ihr seid natürlich auch nicht besonders schnell gerade. Ne? Also, ihr seid besonders schnell. Und ich habe mich korrigiert. Entschuldigung, Thomas. Ich muss noch aufpassen, was du sagst hier heute, ne? Nachdem du beim Video weißt, ne? Die Segel gestrichen hast. So, gleich reden wir noch über mögliche Neuzugänge. Du hast es angesprochen, da müssen mal neue Leute ran bei den Bayern. De Jong ist einer der Namen von Ajax Amsterdam. Und der Sportdirektor hat Folgendes dazu gesagt. Er hat sich sehr, sehr gut entwickelt, muss man sagen. Also, ich kenne den doch seit eineinhalb Jahren, wenn Sie das so wollen. Und er hat sich wirklich gut entwickelt. Spielt in der Nationalmannschaft, spielt bei Ajax hervorragend. Aber mal sehen. Mal sehen, ob er nach Paris geht. Jo, was das Lächeln bedeutet, das klären wir gleich. Hi von Arnold Band, wir sind mal zurück live im Hilton Hotel am Münchner Flughafen beim Check24 Doppelpass. Haben eben Sportdirektor des FC Bayern gehört. Ja, Frenkie de Jong, ein heißes Thema in München zwischen den Zeilen. Da scheint einiges dran zu sein, Holger, oder? Ich fand, der O-Ton war quasi die Bestätigung von dem, was Reinhold Beckmann eben gesagt hat, weil jetzt erzählt Hasan Salihamidzic, wir kennen den Burschen schon so lange und so, da fragt man sich natürlich, warum haben sie ihn nicht einfach mal früher geholt? Warum haben sie es nicht einfach mal riskiert? Haben ihn, wenn er denn gecastet wurde, wenn er so ein außergewöhnliches Talent ist, warum haben sie ihn nicht mal vor ein, zwei Jahren geholt und schon mal ein bisschen aufgebaut? Jetzt ist komplett Europa hinter ihm her, jetzt kostet er angeblich 80 bis 100 Millionen und jetzt würde ich bezweifeln, dass die Bayern ihn bekommen. Aber es ist ein richtig guter, oder? Hm? Peter? Da weiß auf jeden Fall, wo kann das Tor nehmen, steht. Ne? Und ich glaube, dass wenn Bayern München bemüht ist, strebt es, einen Spieler zu holen. Bayern München hat jedem Spieler eine ganze Menge zu bieten. Real Madrid als Pendant, CF Barcelona oder irgendein englischer Verein. Was kann er mehr bieten als Bayern München? Hm. Aber Ruth hat noch was zu bieten, ne? Geld was zu bieten? Zum Abschluss der Sendung. Wie immer gibt es einmal Spenden. Und da sagen wir Danke an Roland Glockner und Andi, Rainer, Michael und Raphael für Spendencheck 24 verdoppelt, wie immer. So, was habe ich noch zu bieten? Zum einen, falls Sie noch nicht genug von uns bekommen haben, können Sie den Doppelpass direkt jetzt im Anschluss im Stream nochmal angucken, ist also online gestellt. Und heute noch ein guter Programmhinweis. Ab 20.25 Uhr live auf Sport1 Plus und auf DAZN gibt es das Finalrückspiel der Copa Libertadores. Wurde ein paar Mal verlegt. Jetzt findet es in Madrid endlich statt. Und die Highlights dann am Montag ab 19 Uhr. Und ab Donnerstag startet wieder die Darts-WM. Das ist ein Highlight auf Sport1. Im Elli Pelli geht es wieder los. Wir übertragen live, also unbedingt dabei sein. Ah, Darts, ja. Das ist was für mich, muss ich sagen. Das gucke ich mir so gerne. Zwei letzte einfache Fragen. Schafft ihr es weiter in der Europa League? Also ihr gewinnt zumindest, ne? Gegen? Also wir werden gewinnen. Frontheim. Wir werden gewinnen. Und was dann passiert, schauen wir mal. Und dann kommt Mainz. Dann müsst ihr zu den Bayern noch. Und dann kommt Werder. 9 Punkte. Wie viel? Neun Punkte. Er wusste genau, was ich fragen wollte. 9 Punkte hat er gehört. Also. Reicht nicht mehr ganz für die Herbstmeisterschaft, ne? Aber nicht ganz, nicht ganz. So, es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer.
Toll, dass du gekommen bist, auch ein 0-3. Trainer hat freigegeben. Was will man mehr? Viel Glück für die restlichen Spiele. Bleibt gesund. Und wir freuen uns auf den nächsten Besuch. Danke an euch alle. Danke an Ruth, an Hajo von Hamel und Bent, ans Publikum. Jetzt geht's weiter mit Ruhr Landstein. Viel Spaß dabei und den tollen Sportsonntag hier auf Sport 1. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.